Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge Speedrandale aus der Rocket Beans Kocharena. Mal wieder. Ja. Mitten im Sommer, heiße Studios, noch viel, viel heißere Spiele und viel heißere Gäste. Wir haben natürlich Sia mal wieder hier. Oh, ganz hi. Normal. Hallo. Du bist nämlich nicht der Gast, sondern Leon. Servus. Wir heißen dich willkommen und wir hätten vielleicht nicht diese Hand zum Händeschütteln benutzen, weil die brauchst du ja gleich noch. Die brauche ich noch, ja. Das ist aber die einzige, die ich brauche. Leon, was denkst du dir dabei anzubieten, bei uns Dark Souls auf dem Sender zu zeigen? Das haben wir doch schon mit zwei Experten hier. Na, was kannst du noch dazu bringen? Ich kann es einhändig spielen im Vergleich zu den zwei Experten. What the hell? So, wir werden gleich sehen von dir einen Run in Dark Souls Remastered. Du runnst natürlich auch die normale Dark Souls Version. Das hat vielleicht technische Gründe gehabt, warum wir das jetzt hier machen. Wie kommst du auf die Idee, Dark Souls einhändig zu runnen? Naja, ich habe schon fast 1000 Mal normal gespielt und dann saß ich da mit dem Kumpel eines Abends und dachte mir, wieso probieren wir es nicht mal mit einer Hand? Und das lief super gut. Wir haben es in knapp über 3 Stunden hinbekommen. Mhm. Und dann habe ich mich gleich am selben Abend noch beworben und wurde angenommen und musste dann üben, ne? Okay. Ja, als ich das gehört habe, so ja, einhändig, so what? Ja, auf jeden Fall. Das werden wir uns nicht entgehen lassen. Ja, du hast hier und da mal häufiger mal einhändige Runner sozusagen. Da ist es aber meistens davon informiert, dass irgendwie, was weiß ich, die Mobilität eingeschränkt ist bei ein paar Leuten. Es gibt ja mittlerweile auch diesen Accessibility Controller von Microsoft, aber du hast es als Herausforderung gesehen. Ja, einfach. Also ich mach's dann auch noch glitchless und was mache ich noch? Any percent, glitchless, ohne Hilfe. Und einhändig halt, ne? Okay. Was wir gleich sagen, muss irgendwie was Spezielles eigentlich, du hast ja schon gesagt, glitchless, alles drum und dran und so weiter. Wir werden nach der Ingame-Time gehen. Wir werden natürlich zwar einen Counter mitlaufen lassen, aber gegebenenfalls kurz nochmal eine Pause zum Durchatmen drin haben. Ja. Letzten Endes zählt ja aber sowieso die Ingame-Time, wie wir dann nehmen werden. Also nicht wundern, Leute, wenn wir dann eine kurze Pause da machen. Das ist ja nochmal eine extra Anstrengung. Ja. Und wir haben auch nochmal zusätzlich, weil ich glaube, es ist ganz sinnig, eine extra Kamera auf deine Hand dann nochmal gerichtet. Das kann man hier nochmal sehen. Dass man dann den Betrieb hat. Für dich ist es am angenehmsten auf hier dem Bein drauf und dann so direkt. Du brauchst keine Spezialablage oder so eine Halterung. Also beim Bein ist nur ab und zu das Problem, dass wenn ich den Controller nach vorne drücke, dass dann die R2-Taste gedrückt wird und dass ich manchmal deswegen sterben kann, aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Der PS3-Controller hat ja auch kleinere Bumpers. Deswegen, das wird schon. Hast du sie ja mal was probiert, einhändig überhaupt zu spielen? Also geschweige denn zu runnen? Zu runnen nicht, aber ich habe damals mal bei Fighting Games habe ich mal ein paar Kombos im Marvel vs. Capcom mit einer Hand gemacht. War ganz nett. Ja, schon der Anfang. Aber dann auf einem Arcade-Stick. Ne? Ja, auf dem Arcade-Stick. Das ist dann nochmal sowas. Das Maximum, was ich, glaube ich, bei mir nochmal im Kopf habe, ist, es gibt so eine Handvoll Rollenspiele, wo du Accept und Cancel auf den L- und R-Tasten drauf hast. Mhm. Ne? Sodass du dann mit einer Hand spielen kannst und dann die Chips dir reinscheffeln mit der zweiten, während du die Texte liest. Zum Coins boosten noch so. Ja, genau. Genau. Man kann hier noch einen Cookie-Clicker nebendran spielen oder so weiter. Machst du irgendwas mit der anderen Hand nebenbei? So jonglieren oder alles? Jonglieren, Dark Souls 2 durchspielen, alternativ Wasser trinken, ne? Sowas halt, aber ansonsten liegt zur Not können wir sie ja vorher brechen, damit er die Regeln auch nicht genau. Während du nicht aufpasst, holen wir den Hammer raus und dann immer einen Finger nach dem anderen. Zack, zack, zack. Ja. Darfst dich nur nicht stören lassen mit der Konzentration. Bist du bereit? Ich bin bereit, können wir loslegen. Okay. Mach jetzt erstmal noch Charaktererstellung, ne? Also, genau, wir machen die Charaktererstellung und du sagst uns dann, damit wir den Counter losstarten lassen können. Und selbst die Charaktererstellung mit einer Hand. Ja, aber jetzt hat er hier irgendein Ach, du hast das Ding da. Touchpad, ne? Das ist das Problem natürlich. Gehe ich mal bei außen rum. Bei dem PS4-Pad. Kriegen wir auch so. Hin. Das ist natürlich unser Speedrun Dale, unser Charakter. Richtig. Der Bruder von Speedrun Dala. Ja. Der muss schon sein. So, Klasse nehmen wir Bandit. Viele machen mittlerweile mit Jäger, damit sie den Bogen haben, aber da bleiben wir noch bei Bandit. Und natürlich der Generalschlüssel. Mhm. Natürlich der Generalschlüssel, da kann man sehr viel mit skippen. Es gab einen Grund, warum du einen männlichen Charakter hier machst, ne? Ja. Wegen so irgendwelchen Drop-Chancen oder sowas? Oder das ist das Seelenboosten. Man kann quasi... Oh Gott. Ja, okay, akzeptiere ich. Man kann Seelen boosten, aber das Ganze funktioniert aus irgendeinem Grund wegen der Rollanimation nur bei männlichen Charakteren. Okay, und dann es geht gleich los, Regie, wenn wir uns bewegen können. Also wenn ich drücke jetzt Start in 3, 2, 1, jetzt. So. Okay. Wunderbar. Willkommen in der Welt von Dark Souls 1.
du hast hauptsächlich mit, also du hast mir erzählt, du hast jetzt in letzter Zeit auf einer PS3 üben können. Ja. Ja, du hast also sehr viel die alte PS3-Version gespielt. Ja. Das ist jetzt natürlich die Remastered-Fassung. Es kann gegebenenfalls eine Handvoll Unterschiede geben. Wir müssen mal gucken, ob sich dann hier und da was äußert. Ne? Die kennen wir auch noch nicht. Also es wird dann währenddessen entschieden, aber irgendwie komme ich hier schon durch. Ja. Hauptsache Weltrekord. Das ist wichtig. Hauptsache Weltrekord. Wir vertrauen dir einfach mal. Na, Glitchless Weltrekord weiß ich gar nicht, was er ist. In Any% haben sie ja einen neuen Glitch gefunden. Da ist er, glaube ich, fast unter 30 Minuten. Mhm. Das kriege ich so nicht hin. Nee, das brauchen wir auch nicht. Aber, also mein Zweihandrekord kann ich ja brechen. Der ist 1,20. Das wäre doch schon mal eine Hausnummer. Ja, das variiert doch schon einigermaßen. Ne? Also das kann von einer Stunde 20 im besten Fall bis 2 Stunden Richtung 3 Stunden dauern. Ne? Also mit Zweihand habe ich noch, habe ich meine letzten 100 Runs, glaube ich, nie über 2 Stunden gehabt. Mhm. Aber mit Einhand kann das, sind die meisten über 2 Stunden. Mhm. Ja, da stirbt man dann doch nochmal, vielleicht einmal bei Gwyn oder mal hier und da, kriegt die Waffe nicht so schnell, kann sich langsamer bewegen. Aber das werdet ihr dann alle sehen. Gut. Dadurch, dass wir glitchless sind, ist das sowieso also es funktioniert so rum besser, ne? Also dass wir nicht auf hier und da die Glitches angewiesen sind, die in der anderen Version angewiesen sind. Ja, also bei Glitches, da kommt man dann auch mit Soul Level 30 oder 40 zu gewinnen und dann hat man kein Leben und die Waffe nicht und das ist dann alles ein bisschen schwieriger. So, dann haben wir gleich den berühmten Drop. Erstmal noch die 2 Typen hier wegmachen. Gott. Der berühmte Drop, wenn die Kamera abvisiert ist. Gut. Können wir probieren, ob wir den Super Drop hinbekommen? Nö, kriegen wir nicht. Aber doch. Die Chance sind zweimal zu treffen irgendwie, ne? Ja, ich kann seine Krone oben treffen und dann mache ich nochmal 150 extra Schaden und kann ihn dann noch ein bisschen schneller töten. Aber so geht's halt auch. Ja, Boss Nummer 1. Schnell genug. Klatsch, 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 klatsch. verfolgst du eigentlich das aktuelle Knallhart durchgenommen mit Simon und mir? Ja, selbstverständlich. Wie oft weinst du vom Monitor? Sehr, sehr, sehr oft. Also viele Sachen, die sie dann nicht finden. Und wenn sie dann immer mit ihrem dicken Charakter da ganz langsam rumrollen. Und Simon, der seine schlechte Waffe für die super gute Schwarzritterwaffe. Also die Schwarzritterwaffen, es gibt auch einen Run mit der genauen Waffe, die benutzen. Also da schmerzt schon immer ein bisschen das Herz, wenn dann die Quelaq-Waffe ausgepackt wird. Ich fand die immer cool, die Quelaq-Waffe. Ja, sie sieht cool aus, aber ist also ein bisschen schwach im Endgame vielleicht. Ja. Das ist bei so vielen Waffen, wo man sich zu Beginn gerne festhakt. Das gleiche gilt ja fürs Drake Sword. Ne? Ja. Das ist ein tolles Schwert für den Anfang, aber es skaliert einfach nicht. Ne? Ja. Und das kannst du später im Spiel nicht gebrauchen, aber du hältst dich so gern daran fest. Ja, man hat so viel damit erlebt. Ich hoffe, Simon schaut sich das Video an, wenn es auf YouTube hier ausgestrahlt wird. Er kann leider nicht hier sein. Da runnen wir schon Dark Souls einhändig und der Lümmel ist nicht mal im Land. Ich glaube, es war aber nochmal speziell, er will sich das also nicht so ganz vorwegnehmen, wenn sie es jetzt mit Neil spielt, dass er hier innerhalb von einer Stunde schon alle Endgame-Parts sieht. Sind ja schon relativ am Ende. Ich hätte ja sagen können bei 4 Kings, dass sie ja dann rausgehen sollen. Also so wäre noch möglich. Ja, mach die Augen zu. Du hörst die Sachen. Ich glaube, an dem Stand, wo wir heute sind, haben sie noch 3 Bosse oder so vor sich. Also ungefähr 12 Folgen. Also ja. es fehlt halt von der Hauptstory her nur 4 Könige. Das ist der einzige, den ich ihn spoilern könnte und gewinnen halt, ne? Ja. Ja, bei den 4 Königen könnte ich mir aber auch vorstellen, dass sie da gut hängen. Die haben schon einige schwere Bosse sehr fix teilweise geschafft. Außerdem zocken sie mit einer dicken Rüstung und das ist alles, was du bei 4 Kings brauchst. Also. Mhm. Sie werden es schon gut facetanken können. Aber bei Gwyn vielleicht nochmal. Aber jetzt haben sie ja auch die letzte Folge, 3 Stunden hat sie gedauert beim letzten Boss vom DLC und sie haben ihn immer noch nicht geschafft. Der ist auch hart. Der ist hart. Das ist wirklich einer der schwersten, wenn nicht sogar der schwerste. Ich würde auch sagen, der schwerste Boss im Spiel. Ja. Das ist der, wenn man ganz, ganz tief unten in der Stadt angekommen ist. Richtig. Ja. Der gefühlt 100 verschiedene Patterns hat. Mhm. Der mich mit 3 Schlägen halt dann auch tötet. Ja. Ja, die DLC ist allgemein bei allen anspruchsvoll und mit schwierigen Gegnern vollgehauen. Ja. Bei Dark Souls 2 sogar besser als das Hauptspiel, fand ich insgesamt. Ich glaube, das DLC von Dark Souls 2 habe ich nicht mehr gespielt, aber. Also, ich fand das mega gut. Das war wirklich Welten besser im Design her als das komplette andere Spiel. Und das fand ich persönlich auch nicht so schlecht. Das würde ich nicht sagen. Ich fand das persönlich nicht so schlecht, Dark Souls 2. Ich fand es sehr gut sogar. Ja, ich hab's als. Das war mein erstes Souls, was ich komplett durchgespielt habe.
Und von da an habe ich das Glück gehabt, dass ich dann graduell aufbauen konnte. Mhm. Na? Wenn ich, glaube ich, Dark Souls 2 später gespielt hätte, dann fallen einem die Fehler so ein bisschen mehr auf. Mhm. Aber es ist immer noch natürlich ein gutes Spiel. Ja. So, wir haben, bevor wir hier angefangen haben, haben wir hier einen kleinen Backup gemacht, denn dieser nächste Ritter droppt potenziell eine Waffe. Und falls er die jetzt nicht droppt, er hat eine 1-4 Chance, falls er die jetzt nicht droppt, haben wir einen Backup-Safe gemacht, wo er die Waffe gedroppt hat. Genau. Ja. Um ein wenig Zeit zu sparen, werden wir dann den benutzen, falls er die Waffe jetzt nicht droppt. Ja, nicht wundern, also wenn wir jetzt hier neu laden, es sollte eine Chance von 1-4 geben, meintest du, ne? Dass ja, also mit einer Menschlichkeit hat man, glaube ich, 26,5% oder sowas. Hi. Das heißt, Chancen stehen nicht so schlecht. So, jetzt mal den hier runter befördern und hoffen. Und. Nein, da müssen wir den. Dann laden wir den Backup safe. Gut. Da könnt ihr Pause beim Timer. Ja, machen wir kurz Pause beim Timer. Aber im Prinzip hat er genau das alles so gemacht wie hier. Ja. Vorher. Von der Zeit her können wir auch mal gucken, ob da irgendein Unterschied ist. Ich kann auch mal auf der Stelle stehen bleiben. Nee, das ist Sekunden gleich. Ja, also, ein paar Sekunden länger gebraucht sogar. Den Part hast du eh schon so aus dem FF. Da sind zwar ein paar Sachen, die so ein bisschen adaptieren können, aber ist dann fast nah dran. Ja, das ist eben eine Sache, gerade weil diese Black Knight Halberd, die dann droppen muss, ist eine sehr wichtige Waffe, die auch dir schon sehr früh viel Schaden ermöglicht. Holy shit. Nochmal runtergefallen. Dafür haben wir jetzt unseren dunkelroten Freund. Der hat sich hier kurz gesonnt in Hamburg. Ja. Ja, die Schwarzritter-Hellebarde. Es gibt halt auch ein Backup-Weg, den wir uns überlegt haben, wo wir mit der Riesenhellebarde machen und mit der arbeiten. Aber das Problem daran ist, dass man alle Seelen ab den Gargoyles behalten muss. Mhm. Und dann, wenn man quasi zweimal hintereinander stirbt, sind die alle weg. Und dann muss man Seelen boosten. Und wir wissen erstens nicht, ob das auf der Remastered-Version geht. Und zweitens ist es natürlich, ist dann nicht mehr glitchless. Mhm. So haben wir jetzt das Problem nicht. So, jetzt geht's als nächstes zum Schmied, die Waffe verbessern. Und töten. Noch nicht töten. Okay. Den lassen wir noch. Na gut, dann darf er noch ein bisschen. Der hat das für 20.000 Seelen normalerweise das Wappen, mit dem du die Tür zum DLC öffnen kannst, ne? Ja. Wer hat schon das Geld für sowas? Ja. 20.000 Seelen, das ist schon. Das ist schon ordentlich was. Da arbeitet man schon ein, zwei Tage für. Am Anfang jedenfalls. Später hat man das sehr fix zusammen, aber früher waren es 40.000 D-Mark. 20.000 Seelen, stimmt. Ja. Das sind ja 80.000 Euro. Okay, an den Typen immer schön vorbei. Ja, der kann einen nicht treffen, wenn man ganz außen lang läuft. Ich denke auch hier mal, der Schmied ist 5 Meter neben diesem Riesenömmel da und als ob nichts wäre. Das sind vielleicht auch Freunde. Die können sich angucken. Der passt mir nicht durch die Tür durch, ne? Also ist er sicher. Der kann sogar bis fast nach hier oben schießen. So, jetzt machen wir die Waffe hier auf +4. Gut. Und damit können wir jetzt sehr schnell die Gargoyles töten. Ja, das sollte, glaube ich, kein Riesenproblem sein. Die kann man schön mit 2 Schlägen immer dann wegstaggern. So. Dadurch, dass es Any% ist, lässt du irgendwelche Bosse aus, die dann auch ab weit vom Schuss sind? Oder? Ich lasse. Also viele, ich mache eigentlich nur die man wirklich braucht. Also alle optionalen lässt du wahrscheinlich aus. Auch der oben, den für die meiste, der er zweite war, der auf der Mauer, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, genau, der Dämon. Der wird auch ausgelassen, indem man die Route hier geht. Und jetzt haben wir halt als nächstes Gargoyles, Quelaag, dann Zaens Festung durch und Arno Londor. Und dann halt noch die 4 Äußeren da abhandeln, die dann aber sehr, sehr einfach sind. Also bis zu. Es gibt eigentlich nur Feuerhüterseele. Kann man immer gebrauchen. Hier die ein bisschen ablenken. Jetzt kommt mein Lieblingsfreund, der immer den Weg versperrt. Boah, ist ein Nervsack. Das ist ein richtiger Nervsack. Aber diesmal lässt er einen durch. Das hier ist ja auch so eine Stelle, wo die Zombies jetzt über einen herumstürmen. Ne? Da kann viel, viel schief gehen. Da so kann sowas schief gehen. Was kann passieren, ja. Snipe! Das kann passieren. Arschlöcher, ey. Die zwei da. Drecksäcke. Ja, für mich kam es, wenn ich mir so Runs anschaue, das ist immer so der Slalomlauf da, ne? Wo die Leute, Du musst halt rechts lang, dann links in die Ecke, bis der eine Typ den Weg verlässt, weil den haben sie extra auf langsam eingestellt, sodass er sehr langsam seine,
seinen Spalt da verlässt. Mhm. Und wenn der den nicht verlässt, kommst du nicht durch und dann kommen 10 von hinten. Da muss man dann in einem bestimmten Abstand stehen bleiben. Hm. Es gibt auch die Taktik, dass man die zwei, die am Anfang dort springen, nicht nach rechts ausweicht, sondern sich mit seinem Schild so 90 Grad zur Seite stellt. Ah, okay. Dass du den ersten Schlag davon holst und dann weitermachst. Aber blocken ist relativ schwierig mit einer Hand. Ja, kann ich mir vorstellen. Unsere Seelen. Die 600. Yeah, 600 Seelen. So, diesmal sind sie nett. Der hier muss den Gang verlassen, hat er jetzt auch gemacht. Jetzt sind sie alle nett. Die Leiter hoch. Noch zum Glück können sie nicht klettern. Die können... Doch, die können klettern. Ja, aber die sind so lahm. Die sind so lahm, ja. Die haben wir kein Problem. Ja, ich habe es beim Austesten des Remasters mal gemacht. Mal hier mal gewartet, hier mal geschaut, da mal geguckt, was hier geht. So. Sehr interessant, wie sich manche verhalten. So, der erste, in Anführungsstrichen, richtiger Boss. Ah, ja. Der ist auch nicht so richtig. Also... Oh, mein Schwarm, meine schöne Schwanzwaffe. Oh, jetzt kommt schon der zweite. Allerdings natürlich nicht so gut, weil jetzt habe ich den ersten nicht tot bekommen, während der zweite schon kommt. Und dann macht er noch eine Drecksanimation. Okay. Das Interessante ist bei den beiden Gargoyles, auch wenn sie zwei Energieleisten haben, eigentlich haben die beide eine Gesamtenergie zusammen. Deshalb haben wir, als der zweite Gargoyle runtergekommen ist, ist er auch schon mit nicht 100% gestartet da. Ja, und der kommt halt genau nach der Mitte, also nach 6 Schlägen oder so. Und wenn man ihn dann, wie ihr am Anfang gesehen habt, in diesem Dauerstagger-Modus, Dankeschön. Wenn man ihn dann im Dauerstaggern halten kann, dann ist das sehr leicht. Aber so geht's auch. Weil die Waffe macht schon echt viel Schaden. Auf plus 4. So. Ab wann kannst du die Hellebarde equippen? Wahrscheinlich erst relativ spät, oder? Nee, die kann ich. Jetzt gehen wir gleich nach unten in Schandstadt. Und dann die eine Menschlichkeit, die ich ja noch vor den Drop-Chance habe, die kann ich dann benutzen, um mich menschlich zu machen. Krieg 8800 Seelen von Mildred. Finde ich noch eine Ritterseele oder sowas. Und dann reicht die Menge genau, dass ich vor Quelag das noch hab. Nice. Und das ohne irgendwelche Umwege. Hast du das schon beim nächsten Boss? Ja. Also ist jetzt der letzte Boss, bei dem man das so, nehme ich mir mal den kleinen Spaß. Das Runterfallen ist, ne? Ja. So, hier Glitchless muss man einen Heimatknochen kaufen. Dankeschön. Wie der auch immer dasteht. Come at me, Bro. Ja. Pose hätte ich mir eigentlich auch noch fast abholen können. Nein. So. Ich muss ja sagen, also ich habe es das erste Mal richtig durchgespielt mit dem DS-Fix auf dem PC. Und hier Blighttown, also Schandstadt, ich mochte die Location eigentlich ganz gerne. Die ist zwar mit Gefahren und so weiter, aber wenn du jetzt nicht durch das Ruckeln so genervt bist, fand ich was durchaus sehr spannend dadurch. Nee, ich hab's gehasst. Vor allem, weil ich das erste Mal halt den langen Weg, nicht mit dem Generalschlüssel. Du hast den langen Weg genommen. Ja, das beim ersten Mal, als ich es noch nicht wusste. Und das war so ein Terror. Na gut, wenn du wirklich... Seitdem habe ich nie wieder Lighthound, also den anderen Weg habe ich nie wieder gesehen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Wenn du dann nochmal mitzählst, dass du noch die Gaping Dragon-Strecke oder sowas machst, die ist ja nochmal, das ist nochmal anstrengend. Aber rein Lighthound fand ich eigentlich in Ordnung. Ja, ja. Außer das Ruckeln. Ja. Und... So, wieder zurück zum Feuerwandschrein. Hallo, mein Freund. Das Feuer hast du hier noch nicht mal angemacht, oder? Das braucht man nicht anmachen. Das ist von Standard. Achso, okay. Das macht der Typ hier rechts, glaube ich, für einen an oder so. Das kommt in der Cutscene nicht vor, aber der scheint schon ganz nett. Der Bro. So, ja, du Bengel. Schmeiß ihn runter. Tritt ihn tot. Ah, leider. Ach, verdammt. Aber mit einer Hand ist es wahrscheinlich nicht so leicht. Ja, mit einer Hand. Aber der macht auch nicht viel, wenn man ihn ein bisschen haut. Der weiß, dass es verdient hat. Bye, bye. Bye, bye. Und jetzt geben wir hier noch die Seele ab. Und jetzt mache ich ein kurzes Laden. Muss ein Quit-Out machen, ne? Damit das Item kommt. Genau.
kann, glaube ich, auch mit Heimatknochen machen, aber da habe ich nur einen gekauft, kostet zu viel. Ja. Der Typ, den du umgebracht hast, der würde später im Spieleverlauf quasi, wenn du bestimmte Sachen gemacht hast, ich glaube, die Feuerhüterin dann umbringen. Die tötet dann in Anor Londo ihre Seele zurückholen, ne? Nach Quelaag wird er getötet. Ja. Also direkt, wenn du Quelaag getötet hast, auch wenn du es andersrum machst, glaube ich, auch. Mhm. Und ich habe ihn jetzt gar nicht befreit. Also man muss ihn nicht befreien, wenn man die Gargoyles als erstes macht. Ja. Kann man sich auch. Stimmt, der wäre normalerweise in irgendeiner Zelle gefangen. Ja, ne? In der Zelle oben bei der Kathedrale, wo ich da gerade gestorben bin. Jetzt haben wir den besten Ring. Mhm. Den darfst du aber auch nicht mehr abnehmen. Nicht abnehmen. Ja, der geht kaputt, wenn du den abnimmst, ne? Ja. Ja. Zerbricht. Bricht bei Entfernung. Stimmt, der muss repariert werden dann. Das geht aber, ich glaube... Ach, das geht? Man kann ihn reparieren? Ich glaube, erst ab Dark Souls 2 kann man ihn reparieren. Also ich weiß, bei 2 habe ich auf jeden Fall viel repariert, wenn sowas dann gewesen ist, aber stimmt, bei 1 weiß ich es jetzt nicht so direkt, ob das überhaupt funktioniert. So, hier meine Lieblingsbrücke. So viele Tode hier gehabt. Ja. Immer schön Kamera. Vorsicht, wie das denn? Spielst du nur mit einer Hand, oder was? Ja, Kamera. Einfach mit dem zweiten Daumen die Kamera drehen. So ganz easy. Ja, Kamera drehen noch nebenbei geht auch ein bisschen. So, hier nehme ich trotzdem nochmal einen Trank, aber die sind eigentlich ganz entspannt. Du musst nur sie berühren. Treffen sie dich nicht. Schön alle antatschen. Dann schlagen sie mich dahin, wo du gerade warst. Putz. So, hier gibt es einen Sprung rechts runter. Den mache ich jetzt aber nicht, weil der spart, glaube ich, auch nur 5 Sekunden oder sowas. Und ist wahrscheinlich zu gefährlich. Und da kann man sehr leicht sterben. Man kann auch einfach hier runter. Direkt. Ein paar Sekunden da. Ja, den Weg von unten nach oben finden ist da wesentlich nerviger. Ja. Da kam gerade leider zur falschen Zeit die Plattform, aber ist auch okay. Die Vergiftung gleich ist auch kein Problem für dich, ja? Nee, ich renne als erstes zum Leuchtfeuer, weil ich muss mich ja auch erstmal menschlich machen, ne? Damit ich die Mildred holen kann. Das Gift ist sowieso ein Witz. Ja. Das ist eh das Entspannte. Aber im Hochgehen kann einen sogar der Typ oben auf der rechten Seite mit dem Starken treffen. Richtig. Und das, obwohl man eigentlich alles richtig macht. Das geht. Aber zum Glück sterben die und bleiben auch tot, wenn du sie killst. Ja. Ja, habe ich noch nie herausgefunden. Habe ich da auch ist wieder halt eine gelernt. Feuerhüterseele, deswegen habe ich das halt relativ früh herausgefunden. Ich habe die alle gekillt. Irgendwann mal. Bin zwar dutzendmal gestorben, aber... Also viel auf Stärke hat's geklappt. Beweglichkeit, das brauchst du für die Halberds, ja? Ja, oder? Die braucht 18 und 18 Beweglichkeit, 32 Stärke, aber man kann sie schon mit 22 Stärke zweihändig führen. Unser Freund war gelb und nicht rot. Ja, so ist er jetzt gelb. Mhm. In der Charakterstellung war er gelb, als Hollow dann wieder rot, jetzt wieder gelb. Sieht aus wie ein Crash-Test-Dummy. Ah ja, und da haben wir es gesehen, die wilde Mildred. Die wilde Mildred, hier noch ein stolzer Krieger. Roter CPU-Geist, da ist sie schon. Die wird halt einfach nur getötet, weil sie echt viele Seelen gibt. Mit Topf und Tanker. Ja, man kann auch ihren komischen Hut bekommen. Und naja, sehr einfach. Mildred. Das tut uns leid. Aber wir brauchen Stahl, wir brauchen Seelen. Du hast dein Bestes gegeben. So, jetzt können wir die Seelen ausgeben und es reicht gut für die Waffe. Ich muss mich noch einmal hinsetzen, dass der Gegner mir nicht folgt. Ich muss ja auch noch den stolzen Krieger da einnehmen. So. Stärke 22. Also es reicht wirklich perfekt bei diesem Run. Sehr gut. Wusste ich auch früher noch nicht. Dafür sind wir hier, dass du sowas hier austesten kannst. Wir haben gesehen, 245, ne? Da du Schilde nicht benutzt wirklich hier, maximal das Graswappenschild für mehr die Stamina, die es im Boost bringt, kannst du ruhig auch eine zweihändige Waffe verwenden. Ja, also ich, wie gesagt, ich habe Schwierigkeiten mit einer Hand hier das L1 zu erreichen draußen. Und deswegen werde ich genauso wie ich jetzt bin, alles bis auf 3 Bosse machen. Sehr einfach von der anderen Hand, die du nicht benutzt, ein paar Finger an die Hand operieren. Dann ist es immer noch One-Hand. Nochmal hier ein bisschen mehr, kann ich noch ein bisschen bewegen hier an der Seite. Augmentations. Ja. Das wäre ganz gut. Es gibt ja auch diese neuen Controller, die dann noch hier hinten irgendwie den Super-Stick haben. Ja, diese. Die finde ich aber meist, den drücke ich meist eher aus Versehen, wenn ich sowas dann benutzt.
Es wäre aber interessant mal zu sehen, wenn du tatsächlich mal diesen Xbox Accessibility Controller verwendest, ne, wo du einzeln die einzelnen Bereiche verwenden kannst. Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil hier hast du dich jetzt angepasst auf den Controller. Ja. Aber vielleicht mit diesem fast schon DJ-Pult aussehenden Ding kannst du noch ein bisschen besser spielen. Kann schon gut sein. Ich weiß jetzt eh nicht, wie oft ich das jetzt runnen werde. Ich habe mir schon überlegt, streame ich nach den Semesterferien jetzt, weil ich bin Student. Mhm. Und ob ich danach streame. Mach das! Und dann ist halt die Frage, was streame ich? Ob Dark Souls? Dark Souls einhändig? Ob Variety-mäßig? Das musst du dir überlegen. Ihr könnt ja gerne Leute, ihr seht ja jetzt hier, was für ein Skill wir sehen als Zuschauer, was würdet ihr euch denn am ehesten dann anschauen wollen? Weil ich glaube, Dark Souls geht natürlich immer. Mhm. Ja. Das geht immer. Wäre vielleicht dein Pech, dass du über 1000 Mal so durchgespielt hast, oder dass jemand zugeschaut hat. Da die Motivation noch da ist. Ich habe mir eigentlich schon fast gewünscht, also ich könnte schon Variety-Streaming-mäßig anfangen, dann vielleicht englischer Sprachraum. Mhm. Irgendwann kommt bei Streamern immer die Frage, spiel mal Dark Souls. Ja. Und dann sagst du, nee, hab das bisher noch nicht. Nee, Dark Souls ist mir zu einfach, das spiel ich dir mit einer Hand. Oh ja. Dark Souls ist für Pussys. Das war Quelak. Beißt die eine Hand ab. Das war Quelak, ja. Spannend, Quelak. Den einzigen Schaden, den du gekriegt hast, ist vom Gift. Ja, und vom ersten Sprung. Die hat mich einmal beim Sprung hat sie mich gerade getroffen. Ach ja? Ja. Im Casual konnte ich nie so abschätzen, wann diese ganzen Lavawellen vernünftig kommen. Ja, das kommt mit der Zeit. Eigentlich gibt es nur eine Attacke, die dich töten kann, und das ist die Feuerexplosion, die sie jetzt Gott sei Dank nie gemacht hat. So. Hier, Klinglong. Knack. Und wieder hier runter. Knack auf die Knöchel. So, daher, dass ich mir den Checkpoint vorne geholt habe, kann ich mir jetzt auch den hier holen, um später teleportieren zu können. Schwierigste Sache, ja drücken. Sonst lässt er dich nicht rein. Lässt er dich nicht vorbei. Sonst musst du ihn töten. Sonst muss ich ihn töten und dann habe ich da irgendwann den Eierkopf. Stimmt. Das brauchen wir alles nicht. Ist ja auch so ein Glitch, den manche Leute hier dann durch Cheaten weitergegeben haben, dann später, als das Remaster rausgekommen ist. Gab es irgendwie, wenn du nicht aufgepasst hast, haben Leute dann dir ein Ei ans Kopf geklebt. Es gibt auch hier einen sehr guten Glitch, indem man den Typ bis nach hier vorne rechts da in die Ecke lockt und von dieser Ecke aus kann er dann mit seiner Greifattacke dich durch den Boden glitschen und dann kannst du den Lavastrom-Dämon skippen und kommst direkt in die Arena von dem Tausendfüßler. Ah, nice. Aber glitchless halt, ne? Ja. Geht gerade nicht. So, jetzt machen wir noch den Dämon, aber einfach nur wegen ein paar Seelen oder so. Also brauchen tun wir ihn jetzt gerade nicht, aber wenn wir eh schon mal hier sind. Ja, und der geht fix. Der geht fix. Den kann man schnell abhaken. Da gibt es einen Quick-Kill für ihn, ne? Irgendwie. Ja, den wirst du gleich sehen. Also es gibt eigentlich, ich weiß nicht, wie sie sich normal gedacht haben, den zu töten, weil jeder tötet ihn entweder, indem er da hinten rechts in die Ecke geht und auf seinen langen Schlag wartet. Mhm. Oder sie kennen halt den Trick, dass er sich hier links an der Klippe festhält. Mhm, ja. Und da er das sich festhält, kann man mit der Faust tatsächlich diesen Riesenkoloss runterschlagen. Mhm. Was sehr bescheuert ist, aber dann stirbt er halt sofort. So, da ist er. Die haben den einfach gemacht und gesagt, komm. Komm. Ceaseless Discharge, glaube ich, oder? Jo, so müsste er heißen. Sei denn, es geht jetzt gar nicht bei Remastered. Das werden wir jetzt alles herausfinden, ne? Sonst muss ich den doch aus der Ecke raus töten. Aber so wenig Arbeit, wie sie sich beim Remastered gemacht haben, glaube ich, dass es noch da ist. Lavastrom-Dämon. Sehr originell. So, warten. Ah, die Lava-Effekte haben sie schöner gemacht im Remastered. Hm. Wir haben schön aus PNG hochgeladen im Spiel. Easy. Ein, zwei schönere Sprites, 30 Euro. Ja. Nice. Ja, 40 Euro, ne? 20 Euro, 20, wenn du die Steam-Version, die alte hast. Ja. Und sonst 40 okay. Euro. Aber wer hat denn nicht die alte Steam-Version? Wer denn nicht? Wer hat die denn nicht? Ja, auch ganz im Ernst, das Ding wurde ja irgendwann für 5 Euro einem nachgeworfen. Ja, jeder müsste das auf Steam haben. Im Grunde sparst du sogar, wenn du die alte noch kaufst und dann erst die Remastered. Ja. Ja, eigentlich, wenn du es irgendwo noch als Key bekommst, auf jeden Fall. Bei Steam direkt kannst du es nicht mehr kaufen, aber das kriegst du bestimmt als Key noch sicher. Überall. Wer Dark Souls und Batman Arkham Asylum auf dem PC nicht hat. Hero. Oh Gott, was falsch gemacht. Oh Gott. Der Yellow Bastard. Der hat Fischaugen, oder? Ja, das ist auch ein bisschen, ist auch ein bisschen heiß da unten bei der Lava. Der muss also öfters mal hier ein bisschen die Netzhaut netzen. Bei dem ist knapp so heiß wie hier in Hamburg.
So, und jetzt müsste er gleich. Yep, da fällt er. Schon ist hart. Was für ein Quatsch, ey. Ja, okay, nee, ich hab den anderen Kill gemacht hinten meist. Mit ja. Ausweichen mit dem Schwert oder was auch immer er gemacht hat. So, Heimkehrknochen. Und jetzt geht der Weg wieder nach oben. Zu Sens Festung. Aufsteigen. Ab jetzt erstmal ein bisschen Vitalität. Später muss ich dann noch ein bisschen Stärke machen, weil ich bei einhändig die Waffe in einer Hand brauche auch. Weil ich sonst einen Command mehr bei Gwyn machen muss. Beim Parryern. Da muss ich dann noch einen Schritt nach vorne machen. Und bin eh schon relativ überfordert bei Gwyn. Also sind mir die 10 Stärke, die sind es mir dann schon wert. Ja. Also Gwyn selbst, wenn man die Taktik kennt mit dem Parryen, ist er eigentlich ziemlich leicht. Aber ich kann mir vorstellen, mit einer Hand ist es halt wieder mal was ganz anderes. Du musst halt die ganze Zeit hier rüber greifen. Ja, richtig. Und bei Gwyn ist es halt auch so, wenn du einmal kurz das nicht hinbekommst beim Parryen, dann bist du sehr schnell tot und dann darfst du wieder da 2 Minuten hinlaufen durch die Botanik. Also, aber schwer ist er nicht wirklich. Man kann auch einfach vor ihm stehen mit einer Steinrüstung und Flask an Flask trinken. Dann kann er einen nicht zurückwerfen. Ja, man ist eben so ein bisschen, man hat Angst, weil er einfach so aggressiv dann daherkommt. Ja. Dann denkt man so, oh, holy shit, was geht hier ab? Der spammt halt auch seine Schläge extrem. Der haut da auf dich drauf, rechts und links, und er lässt dann keine Ruhe. Deswegen finde ich ihn auch sauschwer ohne Parryern. Ja. Habe ich ihn 2-mal, glaube ich, nur gemacht und das war sehr, sehr anstrengend. Ich noch nie. Ich habe ihn immer geparried. Ein, 2-mal geparried habe ich ihn auch, ja. 1-2-mal aber nur. Ist auch der zweiteinfachste Gegner zu parryern nach den Silber- und Schwarzritter haben ja eigentlich diese Angriffsdinger. Aber die sind halt hat halt ein sehr, sehr praktisches Pattern. Ja. Haut einmal zu und dann den zweiten kannst du dann immer parryen. Ja. Weil ich meistens schon probiere, den ersten zu parryern. Dann kommt Panik und ja, schauen wir mal. Ich glaube, wir haben jetzt schon 2 knallhart durchgenommen Folgen geschafft. Müssen wir schon. Nur 2? Ging ein bisschen fixer. Halt dich mal ran. Wir bräuchten die Splits von denen. Das hätten wir. Ah, hätten wir es früher geplant. Null Splits. Splits. Das die einzigen Splits, die kennen, sind Bananasplits. Ja. So, werden wir von ihm getroffen 3-mal. Ne, 2-mal reicht schon. Der hier rechts. In dem Zwischending, da kann er einen treffen. Ei, giftig. Ja. Nice. Das ist doch schön. Ja, dieses Gift ist super eklig. Ja, also wenn du ab und zu gucke ich weg und vergesse es. Und deswegen guck auch noch ein bisschen mit drauf. Ja. Dass ich jetzt nicht hier dumm daran sterbe. Einhändig, aber vieräugig. Vieräugig. Nee, 6-äugig. Ja, oder 6. Wenn der Gregor auch mitmachen will. Und ein bisschen drauf achtet. Eklige Gift an. Ja. Ich benutze nur eine Hand, aber dafür 2-mal hintereinander. Kann man 6 sagen. Oh, jetzt trinke ich mal einen Schluck hier, ne? Ja, ich hätte es dir auch geben können. Oh, beim nächsten Mal rufe ich. Stay hydrated. Ja, auch beim Speedrun. Sowieso. Hier kann man auch oft runterfallen, weil sich die Lichtverhältnisse schlagartig. Nee, das haben sie ein bisschen besser angepasst. Aber im Alten, da war es halt so, du hast gar nichts gesehen und auf einmal wurde es super hell. Aber du stehst dann halt schon quasi bei der Klippe. Mich. So, Sens Festung hatte ich bei meinen Übungsdingern sehr viele Probleme. Sehr, sehr, sehr viele Probleme. Aber ich habe mir jetzt einen ziemlich sicheren Run gesucht, mit dem ich das hoffentlich beim ersten Mal hinbekomme. Gut, dadurch, dass es auch so eine Location ist, die ja quasi dich reinlegen will, nochmal extra. Ja. Und so wie manche von diesen Schlangenmenschen postiert sind und wo mal hier die große Kugel runterkommt, ich finde es auch so vom Timing her ein bisschen knifflig. Dankeschön. Na, die Kugel, die werden wir sehr leicht überspringen. Das werdet ihr auch
könnt ihr euch was merken für eure zukünftigen, hoffentlich, Runs. Mhm. Da gibt es einen sehr guten Trick, wie die Kugel dich nicht berühren kann. Mhm. Und wie du trotzdem den schnellsten Weg läufst. Weil ich hatte oft mit der Kugel das Problem, die kommt ja irgendwann dann von rechts oben runter. Und man kann eigentlich auch in ihr drinnen stehen, wird einmal getroffen und kann dann weiter rennen und alles ist okay. Mhm. Aber sie kann einen auch, ungefähr 50% der Fälle trifft sie einen einfach zweimal. Oh. Und dann bist du tot. Ja. Das heißt, ich brauchte da eine andere Taktik, wie es sicher geht. Und die meisten machen es ja dann mit so einem Rückwärtssprung. Sie sich mit dem Rücken zur Kugel postieren, dann einen Rückwärtssprung. Mhm. Wird man nicht auf den Boden geworfen. Ja. Aber auch da kann sie einen zweimal treffen. Können wir mal die Quelax-Seele benutzen. Kein Quelax-Schwert heute. Oh no! Da habe ich aber mich auch fast 100 Runs dran gewöhnen müssen, Boss-Seelen einzusetzen. Im Grunde brauche ich sie ja nicht. Ja, ich finde, die Bosswaffen hier sind auch nicht jetzt so geil. Ja. Es gibt so ein, zwei, die sind ganz cool. Der Mondlichtschmetterling zum Beispiel, der hat ja diese R2-Fernkampf. Ja, stimmt. Die ist ganz nett, ja. Eigentlich mein Lieblings von denen. Hab das auf 100% durchgespielt? Also mit allen Waffen, alle Bosswaffen? Alle Schwänze habe ich mir geschlagen. Ich habe zumindest versucht, alle Bosse zu legen. Ich habe all Bosses gemacht, ja. Das reicht. So, Vitalität. Und New Game Plus habe ich. Das ist ja schon mal was. Ja, da habe ich den DLC habe ich im New Game Plus gespielt. Das war mal ein Tag härter, weil dann fährt es jetzt durch und dann, okay, lass das jetzt nochmal. Ja. Der Endboss im New Game Plus, wow, der war so hart. So, den Zwiebelmann haben wir auch nicht gesehen. Der ist schon durch. Zwiebelmann. Den sehen wir leider gar nicht. Armer Zwiebli. Und, Alter. Ich wäre ja links rumgegangen. Das ist um einiges schwieriger. Es sieht nicht danach aus, aber ich glaube, es liegt an seiner Schlagrichtung. Okay. Ah, der folgt mir. Das tut er auch selten. Alter, du Penner. Erstmal eine Attacke triggern. Das ist wichtig. Also, das. Da merkt man auch so Dark Souls-mäßiges Spielen und was auch viele Spiele versaut. Weil man. Saftnase. Dass man dieses Attacken-Triggern macht, um dann halt Zeit zu haben, um Glas zu trinken oder sowas. Der böse Mann da. Ich habe einmal einen Kick gemacht anstatt einen Schlag. Ich glaube, das war das Problem. Hast du mich getreten? ich komm da hinterher. Jetzt sind wir wieder rot. Yay. Ja, endlich wieder rot. Das Geld war ja nicht mit anzugucken. Bringt dir das gleich Probleme? Pepperoni, Dale. Ich brauche Menschlichkeit jetzt gar nicht mehr. Mhm. Ich brauche jetzt keine Menschlichkeit mehr. Ich brauche eigentlich keine Seelen mehr. Im Grunde kann jetzt nichts mehr schief laufen. Nur, dass ich halt an manchen Bossen oder Stellen zu lange hänge. Und dann haben wir uns verabschiedet von Glubschi. Aber im Grunde kann da eigentlich nicht viel passieren. Verloren ist gut. So, jetzt wird er mich treffen. Dankeschön. Einmal trifft er einen immer. Dafür muss er halt sterben. Moment, ich muss einmal kurz machen. Oh, hallo, der Herr. Da unten sitzt jetzt, rechts sitzt jetzt Zwiebli. Ja. Mhm. Zwiebli. Klingt wie ein Pokémon. Ja. Zwiebli-Mon. Verschrei's nicht. 10. Generation Zwiebli. Naja, stimmt. Also alles, was in den letzten Jahren rausgekommen ist. Eine Eistüten-Pokémon, Müllsack-Pokémon. Ja, deine Zwiebel würde mich nicht mehr wundern. Nee. Zwiebel wäre okay. So, hier gehe ich jetzt über das Spiel beenden. Und guck hier, wann die Kugel kommt. Da kommt sie. Jetzt laufe ich hier ganz gemütlich nach oben. So, jetzt ist die Kugel wieder oben auf dem Dach. Mhm. Das heißt, sie kann einen jetzt nicht mehr erreichen. Praktisch.
Ich weiß nicht. Es sei denn, sie haben es gefixt in der Remastered. Oh. Da stehst du direkt vor mir. Wir haben hier was gefixt? Nein. Ich glaube, die haben nur das gefixt, wo die Community großen Aufschrei gemacht hat. Hm. Da schreit ja keiner. Die Mistelkugel ist weg. Sehr gut. Muss ich mir merken übrigens. Aber ja, gerade solche Glitch-Sachen hast du maximal, wenn es nicht gerade jetzt hier so ein... Psst, das ist kein Glitch. Das ist nicht mehr Glitch. Nein, ich meine nicht das hier, aber so allgemein, wenn es um Remaster geht, ne? Ja. Wenn Entwickler sich ransetzen und solche Sachen ausmerzen, wo Leute dann wissen, okay, man kann das benutzen, das ist mehr so ein bisschen persönliche Ehre, glaube ich fast schon, wenn es nicht ein Online-Game ist und das Spiel nicht beeinflusst, kann es ja scheißegal sein, ob jemand außerdem durch eine Wand durchgehen kann oder nicht. Aber doch, nee. Den mache ich schön den Rang kaputt. So. Hey, durch da. Ist eigentlich gar nicht so schwer, weil da kann man schön langsam laufen und dann trifft er einen eigentlich nicht. Ich nehme an, gleich ist so der Stolper. Die Stolpertaktik, ne? Dass er quasi vorm Dach fällt. Ja, die wäre, also die nächsten drei Ninjas, die wir dann. Ach, der Boss. Ja, das muss gar nicht sein, weil wenn er einmal anfängt zu straucheln mit seinen Beinen, dann ist er eigentlich mit der Waffe tot, bevor. Ja, okay. Bevor er eigentlich. Das habe ich die ganze Zeit jetzt versucht, als ich jetzt das Remastered wieder gespielt habe und bei dem Boss war, habe ich die ganze Zeit versucht, den da runterzuschmeißen. Er wollte einfach nicht runterfallen. Und im Endeffekt. Musste ich ihn dann so killen. Das ist meine Backup-Taktik übrigens, wenn ich so aus Fun mit Kumpels spiele, dann machen wir nicht Reset, sondern spielen mit der +4er Streitaxt bis Forsmaug und Ornstein und den müsste man dann halt runterwerfen mit der +4er Axt. Mhm. Muss er halt auf jeden Fall fallen, aber das ist eigentlich nicht ganz so schwer, du musst nur merken, bei welchem Schlag er angefangen hat zu straucheln, damit du danach das andere Bein schlägst. Ja, man muss halt auch wissen, wann er diesen Backstep macht. Mhm. Ja, das ist halt ein bisschen gefühlmäßig. Oh, da hat er das Sprite von dem hier nicht mal geladen. Doch. Steht nur in dem Ding hier drin. Im Schatten so ein bisschen. Ja. Wieder getreten. Hehe. So, nicht ganz so blöd, sondern immer an die Wand schießen. Du haust nicht mal den Riesen da nicht oben tot. Nö, das ist da hinten, kann er mich nicht treffen. Ah. Hier einmal rollen, weil das kann durchgehen. So, der wirft nur bis zu den Treppenstufen da vorne. Und hier auch eine kleine Änderung, den muss ich anvisieren, weil ich Einhand spiele. Bei Zweihand will man den immer nicht anvisieren. Knapp. Ui. Ich wollte eigentlich nach hinten rollen. Aua. Attacke getriggert. Ja, aber der ist auch relativ basic. Der schnauchelt da. Jetzt fällt er entweder. Ich glaube, das vordere Bein ist das, bei dem er fallen müsste. Ansonsten stirbt er, wie gesagt, doch so. Beweg dich mal! Er macht ja nichts. Ist ja richtig unfair. Ach ja, jetzt geht's wieder. Es war anscheinend das falsche Bein. Außerdem ist die Waffe auch ein bisschen groß, also trifft man dann nicht unbedingt beim Kick wieder. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Yes. Da muss man sich ein bisschen mit der Dark Souls-Kamera anfreunden. Kamera. Einhändigen. Wunderbar. Gut. Eisengolem. Let's go to Londo. Oh, jetzt guck doch mal. Apropos, wir lassen den Riesen in Ruhe. Ja, der guck mal, wie arm er da oben steht. Der hat sonst nichts. Oh, naja, du hast meinen Meister gekillt. Hier, einen kriegst du noch. Und ich reiche Urlaub ein. Endlich. Anor Londo. Willkommen in Anor Londo. Schöne Stadt. Schlimme Gegner. Bin ich mal gespannt, wie du über die Balken oben im Dach rüberläufst mit deiner Hand. Ja, ich mach's sehr, sehr langsam und werde sie alle dazu zwingen, selbst runterzuspringen. Alle freiwillig. Ich werde hier niemanden forcieren, runterzuspringen. Die töte ich auch erst später.
Aber ja, die wird auch noch sterben müssen, weil die hat eine Feuerhintersee. Dich töte ich später. Würdest du sie jetzt killen, dann wäre das Leuchtfeuer auch weg, ne? Das Leuchtfeuer wäre aus, aber man kann sich halt noch hin teleportieren. Also schlimm ist es nicht wirklich. Okay. Aber ich komme eh hier nochmal vorbei, deswegen. Und dadurch, dass du, ja. Ja, entschuldige, dadurch, dass du die Hellebarde hast, das heißt, wenn du jetzt levelst, machst du das hauptsächlich in Health oder in Stamina? Ja, im Grunde brauche ich halt nur Health und dann für Gwyn halt noch genug Stärke, dass ich die Waffe einhand führen kann. Aber ansonsten, der Rest kann jetzt alles in Health gehen, weil ich brauche halt nicht mehr. Ich habe meine 17 Konditionen, dass ich hier mit Fast Rollen kann, so wie ich jetzt gerade bin, mit Schild und Waffe. Und ja, Rüstung braucht man nicht. Rüstung wird überbewertet. Sowieso, hab ich also immer gesagt. Ich habe auch immer nur Rüstung bei jedem Souls-Game angezogen. Nicht von den, wegen den Werten, sondern weil es cool aussieht. Fashion Souls, ne? Fashion Souls, ja. Und ich habe auch nie, nicht einmal, glaube ich, irgendeine Art von Rüstung upgegradet. Das habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Oder Schilder upgraden haben sie jetzt bei Knallhart durchgenommen gemacht. Ich freue mich immer, wenn ich was upgrade, da fühle ich mich so gut bei. Aber ich glaube, das Schild-Upgrade macht nur die Schlagstärke. Es gibt ja einen Schild-Speedrun sogar. So, jetzt wird's delikat. Da habe ich das mit zwei Händen voller Angst. So, der erste kommt jetzt und jetzt machen wir das kleine Prima Ballerina-Spiel, dass er aufhört, seine Dinger zu werfen. Rechtsrum wollen sie heute. Hier unten siehst du diese zwei Punkte da. Mach einen Sprung. Das sind diese von der Rundung da. Die Dottel, die zeigen dir an, wo er runterspringt. Gut zu wissen. Und unser nächster Freund. Jetzt kommt der nächste. Jetzt wie Sendung mit der Maus, so Dark Souls leicht gemacht. Genau, deswegen habe ich auch gesagt, hock mich neben Simon und ich bringe ihm 3 Stunden Dark Souls bei. So ein Idiot. Der nächste wirft da. Ja, will noch ein bisschen werfen. Der will's nicht. Oh, 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 oh. Kriegt er halt einen auf den Deckel. Einen auf den Deckel. Ja, ein Glück, dass die Rundungen so noch da sind, dass es dir noch mal ein bisschen mehr Fläche gibt. Ja. Ja, aber also mal, ich würde mal sagen, 50% der Fälle springen alle 3 runter. Hat man gar kein Problem. Bogenschütze oben kann auch runterspringen, wenn man genau zwischen ihm und dem Loch in der Mitte steht. Werden wir jetzt auch mal probieren, ob er es macht, wo er denn nett ist. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei dem Hassboss von jedem. Ich bin sehr gespannt. Ich fand die immer cool. Ich hab die nie gehasst. Ich fand sie schwer, aber waren geil. Ja. Das ist ein bisschen die Hoffnung, okay, wenn du zu denen da mal kommst. Aber einhändig, Smoke und Ornstein, oh mein Gott. Ja. Das wird gut, das wird nicht gut. Hier mein Hassweg. Ja, mit der schönen Brücke. Die sind auch sofort bei dir drauf da, die Riesenritter. Ja. Ui. Aua. Schlauch. Die hier mag ich auch nicht. Ich stehe nicht auf Leute, die keine Hosen tragen. Ich glaube, ich habe diese fetten Riesen, habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben auch nur 1, 2 getötet. Die lohnen sich nicht für 5000 Seelen. Das ist ja, ich weiß noch beim ersten Mal Anno Londo, habe ich wirklich jeden jeden Zentimeter, jeden Gegner. Oh, hier eine schöne entspannte Stelle. Oh nein, Riesenpfeile. Oh, scheiße. Noch mehr. Krieg ich halt noch einen Rücken? Ja, ich krieg einen Rücken. Blitz hier in den Hintern. Finde ich auch nice, dass sie es bei Dark Souls 3 die Stelle wieder ins Leben gerufen haben. Allerdings nicht mal annähernd so hart wie hier. Ja, soll sich nochmal freuen, dass sie sie nochmal abfacken. Ja, ja. Jetzt mach ich ein bisschen langsamer. Da hat er geschossen. Ui! Da Arschloch! Fuck, zu spätes Timing. Arschloch! Arschloch! Oh, das ist jetzt echt ein langer Weg. Oh. Macht nichts. Schade, Marmelade. Kann passieren. Kann passieren. Aber du hast das eine Bonfire auch nicht genommen, ne? Bonfire? Ah, nee, da war noch gar keins. Nee, sorry. Es gibt eins unten bei den Tochtern des Chaos, in dem langen Gang. Aber da muss man dann, glaube ich, auch immer die Treppe oder... Nee, muss man nicht. Aber das ist zu weit. Ja. Muss man dann so weit laufen. Na gut, nochmal hin.
klappt eigentlich eh relativ gut die meisten Male. Habe ich es wahrscheinlich gejinxt. Ach, jetzt läuft der hier lang. Haut eh daneben. Du bist uns eh egal. Dich machen wir gar nicht. Ich helfe dir dabei. Du brauchst nichts selber zu machen. Nichts selber? Außer spielen. Jetzt begegne ich dem hier hinten ja doch einmal. Begegnet man meistens nicht, weil er hier dieses Treppenhaus runterfällt. Mhm. Und wenn man halt rechts rumgeht nach dem Aktivieren, so sieht man trotzdem selten. Vor allem, die haben hier alle Flügel, aber trotzdem fallen sie alle runter. Ja, so ein bisschen. Benutzt sie doch auch mal, mein Freund. Nee, sie sind nur Deko. Wie beim Pinguin. Nutzer Deko. Ich hab die versichern lassen, ich darf die nicht einsetzen. So, Runde 2. Ich sehe halt immer nicht genau, wann sein Pfeil kommt. Deswegen musst du hören wahrscheinlich, ne? Deswegen muss ich ein bisschen hören und ein bisschen Glück haben. Eifer, bipsch. Jetzt wollte das aber wirklich wissen. Jetzt muss ich hier einen. Hier schon einen Trank. Oh! Deswegen wollte ich hier einen Trank trinken. Weil der trifft halt immer in den Rücken. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ui. Ist auch einer der längsten Wege, wo man hängen kann. Ansonsten. Aber immerhin ist die City schön, kann man sich's nochmal anschauen. City ist schön. Noch einmal. Ah, ein Leuchtfeuer da in der Nähe. Das wäre schon was. So. Hier der Sprung, den kann man außen an den Dingern erkennen. Wenn das Mosaik hier aufhört, an der Stelle kann man springen. Dann kommt man immer auf das Geländer. Schön. Kleine Dark Souls Tricks. Vielleicht hat dann ja auch nach der Folge hier jemand draußen Lust, Dark Souls nochmal zu spielen, zu runnen. Einhändig vor allem. Ja. Einhändig. Können auch gerne nur ein anderes Körperteil nehmen. Darf aber nur eins sein. Aber nicht die nicht jugendfreien, das können wir hier nicht aus. Ja, da könnt ihr nicht zu Speedrun leider. Ja, genau, dann müssen wir auf die Kamera verzichten. Auf die eine. Und auf die Soundeffekte. Soundeffekt ist gut. Ach komm. 360. Ja nun, er sieht aus wie eine Salami. Da wollen die halt schon eine Scheibe abhaben. Sagen hier, ey, ich habe hier so eine riesige Pizza, willst du dich da mal drauflegen? Es ist Salami Day. Von mir gibt's keine Pizza. So muss es eigentlich laufen. Und hier, wenn ich jetzt hier zweimal gestorben wäre, dann wäre mein Backup-Run auch kaputt. Weil dann hätte ich die Seelen hier verloren, bevor ich die Backup-Waffe kaufen kann. So. Dunk, dunk. Dunk, dunk. Die Ecke rollen. Ja, nein! Hat zwar die. Oh fuck. Ich hab nicht zu weit zurück. Das gibt's doch nicht, ey. Der hat sogar seinen Charge gemacht. Der hat seinen Charge gemacht, bei dem er runterfliegt. Ich war schon echt happy. Dieser Bumsmann. Und dann kommt noch der Schuss von hinten, ne? Scheiße. Das war diese Ecke nur noch. Ja. Ah, aber zum Glück ist es diese Passage. Weil jeder hasst diese Passage und jeder fühlt mit dir gerade. Ja. Außerdem danach gibt es eigentlich keine Passage außer Gwyn, bei der ich wirklich hängen kann. Mhm. Das ist noch so. Dafür habe ich keinen sicheren Weg bisher gefunden. Es gibt halt nur den in die Ecke rollen, warten, bis er was macht, dann auf die andere Seite und dann muss er halt seinen Charge. Ich habe es halt ganz gerne mit einem Schild gemacht. Und einfach seine Schläge geblockt, bis er runtergefallen ist. Aber ist halt nicht so leicht mit einer Hand, natürlich. Das geht natürlich nicht so leicht. Ja. Deswegen bin ich ja relativ low an bei Konditionen her. Mhm. 4 Blocken geht da eh nicht. Das ist nochmal so eine Sache, die sie immer bei knallhart durchgenommen nicht machen.
du kannst bei jedem Schlag, du kriegst den Schlag ab, dann kurz das Schild weg. Du regenerierst so schnell deine Ausdauer, danach wieder Schild hin. Ist auch sowas, was so ein bisschen triggert. Aber ja, erstes Mal. Ja. Ich finde, also schlagen sich auch sehr gut. Sich super. Vor allem das, weil sie auch gar nichts vorher wussten. Ja. Die Demon's Souls-Erfahrung ist da schon da, ne? Mhm. Was aber auch schon wieder ein anderer Schnack ist. Ja. Aber Nils spielt wirklich grundsolide, muss ich als Veteran sagen. Mhm. Absolut grundsolide. Also selbst ich würde es, glaube ich, nicht so gut schaffen, 3 Stunden durchzuzocken, ohne zu sterben. Bin jetzt gerade schon 3-mal hier gestorben. Also. Aber wir müssen nur sagen, an Nils liegt's nicht, ne? An Nils liegt's nicht. Also. Ich will jetzt hier keine Shots zu Simon. Tut mir leid, Simon, wenn du es anschaust. Irgendwo. Ja, aber Simon sagt das selber. Die Resthaare aus. Simon sagt das selber, ja, Nils ist viel besser als ich. Er spielt ja auch viel öfter. Aber zumindest macht Simon Spaß. Und ja, schlecht spielt er ja auch nicht. Er also spielt ja, halt so, ja, wie man es halt kennt, wenn man es beim ersten Mal spielt. Simon spielt für mich, finde ich, mehr so wie der. Yay! Da ist es endlich. Wie der Einzelspieler-Typ. Der hat dann halt noch aggressivere Spielweisen, stirbt dafür halt viel öfter. Mhm. Und dann kommt er halt nicht mehr ins Pad. Das ist das Problem beim Abwechseln. Mhm. Ja. Aber im Grunde spielt er halt so, wie ich, glaube ich, auch beim ersten Mal. Alles probiert man aus. Die Klippe sieht aus, als ob man da vielleicht landen kann. Ich mach das einfach mal. Einfach mal runterspringen. Ist mehr so Simons Taktik. Ja, Simon hat ja auch komplett Neo-Intus. Ne? Ja. Das kommt ja auch noch mit rein. Ich glaube, da hat er sich auch alleine eine etwas andere Spielweise angewöhnt. Ja, ja. Da hat er sich aggressivere Spielweise. So. Ich glaube, das hier zählt auch nicht als Glitch. Meiner Meinung nach. Überspringen nicht, nö. Das ist einfach nur. Ja, das spart einiges. Entwicklern gemacht, ja. Ne? Die habe ich auch recht häufig benutzt, nachdem ich so oft abgekratzt bin bei zwei bestimmten Herren. Zwei bestimmten Herren, also. So, so. Du machst also Speedrun-Strats. Naja. Dann grüße ich die zwei demnächst jetzt mal hier von dir. Gregor. Mit nur einem Fuß Dark Souls. Ja. Gregor Katsios. Ja klar, mit einem Fuß mache ich Play auf der Tastatur, wo der Speedrun schon läuft. Das kriege ich hin. So. Let's okay, have der the große fun. Moment. Big Moment. Drachentöter und Hinkehr. So, der eine charged gerade. Kommt jetzt gleich. Ups, da wollte ich gerade noch rollen. War zu spät. Kommt nicht anvisiert. Oh Gott. Anvisiert ist schon mal. Schon mal das Erste, man erreichen muss. Die Typen da, also wenn das stehen. Anvisieren schon eine schwere Aufgabe ist, oh mein Gott. Anvisieren ist hier einer der schwierigsten. Ja, ich glaube dir. So. Na, der zweite von hinten. Natürlich. Ja, bin ich gerade nicht gut reingekommen. Aber wenn ich ihn einmal irgendwo hab und der andere abgelenkt ist, dann kann ich ihn eigentlich, ohne dass er sich bewegt, töten. Also reihenfolgermäßig Ornstein zuerst und dann Smaug, ja? Ja, ja. Natürlich. Also der große Smaug ist halt so verdammt einfach. Also das ist schon mal ein Grund. Und der andere Grund ist, dass halt Ornstein immer mit seinen Speed-Dingern da nach vorne prescht. Das heißt, er ist eh immer leichter ranzukommen. Ja, für die Leute, die nicht so vertraut sind mit den Bossen, wenn man. Achso. Ja, noch einmal. Ja, jetzt muss ich den Silbertyp hier töten. Je nachdem, welchen von den beiden man zuerst besiegt, der zweite wird aufgepowert und hat eine veränderte Form, in der man sich dann alleine stellen muss. Und ja, ich glaube, die Reihenfolge hatte ich auch damals gemacht, wie die meisten. Ja, Ornstein ist halt aufgepowert um einiges schwerer. Der ist richtig eklig. Hat, aber du bekommst halt, je nachdem, wen du als letztes tötest, kannst du die Rüstung von denen kaufen später. Mhm. Und da ist natürlich die Ornstein-Rüstung ist natürlich viel cooler. Mhm. Deswegen, dafür musst du aber auch den schwereren Boss machen. Ja, ich glaube, die Rüstung kann man immer kaufen. Im New Game Plus sitzt dann der eine Typ am Anfang beim Feuerlingsschreiner, da kannst du immer kaufen, aber für die Waffe brauchst du es sicher. Achso, ich meine... Du kannst in dem Run halt kaufen dann, wenn du den Ornstein zum Beispiel als letztes getötet hast, kannst du es, bevor du New Game Plus machst, kaufen. Ah, okay. Ich glaube, das war der Unterschied. Aber... Braucht er mich nicht festzusetzen? Das weiß ich nicht genau. Also ich habe extra damals... aber beim ersten Mal habe ich halt Smaug am Ende gekillt.
Und da habe ich die Rüstung von Ornstein nicht bekommen, weil ich die cool fand und die unbedingt haben wollte. Und dann beim zweiten New Game Plus Playthrough habe ich Ornstein als zweites gemacht. Dann hatte ich auch die Rüstung. Ja, die Ornstein-Rüstung, die ist schon saugeil. Ja. Was macht der zweite? Muss noch mal ein bisschen weg. Man muss halt den Smaug dazu bringen, dass er hier. Die Säule juckt ihn nicht. Zum Knobberler. So. Bleiben wir einen Schlag. Oh, ey. Aua, aua, aua. Brauche ich. Oh, ich habe keine Menschlichkeit equipped, weil das Remastered ist. Weil ich Menschlichkeit benutzen und nicht, ja? Ja. Okay, jetzt dran denken, halt die voll. Vorher zu equippen. Ich equip sie mal kurz. Ja. Ich brauche sie eh, ich habe 5 Estes Flak on. Hätte ich da den zweiten Schlag, dann wäre jetzt, glaube ich, Ornstein schon tot. Weil Ornstein hat genau wie die Gargoyles so ein Zweischlags-Dagger-Ding. Das heißt, es ist immer relativ schön bei dem. Du musst halt nur in der Zeit Smaug ablenken, dass er in der Zeit gegen irgendeinen Pfosten rennt. Mhm. Macht er eh relativ gerne. Ja. Aber diesmal hat er sogar teilweise durch die Säulen durchgeschlagen. Ja, der eine Schlag, der hat schon ziemlich gut getroffen. Ja. Muss ich ihn töten. Wärst du nicht so schnell gekommen, dann könntest du jetzt noch leben. Jetzt zu deiner Familie. Warum kommen sie zu mir zum Sterben? Ich will das doch nicht. Ah, es ist so schwer. Und ja, die Sprungeingabe bei Dark Souls 1 ist auch ein bisschen komisch noch. Mit zweimal Kreis drücken. Ist irgendwie, die haben keinen vernünftigen Platz mehr auf dem Pad gefunden, wie man springen nochmal irgendwie unterbringen kann. Deshalb ist es in jedem Spiel anders. Ja. Ach, nice. So. Smaug und Ornstein. Muss da nur einmal richtig reinkommen, dann sind die eigentlich Ginkgo-Lätzchen. Und die restlichen Bosse bis gewinnen sind schön entspannt. Okay. Also wenn er bei irgendeinem anderen Probleme hatte, sowas wie Seth, dann werdet ihr gleich auch sehen, wie das relativ leicht geht. Aber der Two-Hits, der gar sehr gut. Ja. Hinten ist er am Pfosten. Nicht mehr. Oh. Alter, wir haben den. Hat den jemand gesehen? Wo kam der denn her? Wo war der denn her? Ich glaube von Ornstein. Scheiße. Ja, der war von Ornstein durch das Fett durchgepikst. Ja. Sneaky, sneaky, sneaky. Immer ist ein chilliger Weg. Schön entspannt. Einmal rüberhüpfen. Wenn das Hüpfen geht. Mhm. Nice. Sehr gut. Da ist man ja in 3-4 Sekunden wieder da und das ist eh. Probier's flott. Ich bin noch knapp unter einer Stunde. Also früher, als wir angefangen haben zu Speedrun, wo es auch schon an die knapp 2 Stunden Runs ging, war es, wenn wir einer Stunde da Anolondo fertig haben, dann haben wir eine okay Zeit. Mhm. Dann kann es auf jeden Fall noch unter 2 Stunden werden. Er kommt gechallenged. Das ist nice. Der kommt leider auch gechallenged. Oh. Werden wir wieder hier hinter dem Pillar. Alter. Work. Ei, ei, ei. Nein. Aua. Oh. Dann muss ich noch kurz auf eine Attacke warten. Na komm, Smaug, mach passen. Was. Ui. So, ist okay. Ein Arschloch. Ein bisschen Leben da. Ja, es geht noch. Oh,
Nein. Kann man noch mal eine Menschlichkeit nehmen? Ich sehe gerade nur nicht, da ist der Fetti. Gut. Es ist nur die Rüstung, die so fett ist. Normalerweise ist er super dünn. Ja, der hat ja auch seine Augen und ganz anders. Eieiei. Ja, die, heute wollten sie einen Struggle haben. Struggle wurde gebucht. Oh, Start wollte ich nicht drücken. Das war nix. Weiß nicht, was er macht. Ich weiß nicht, was er macht. I'm scared. I'm scared. Gut, so, Ornstein. Jetzt kommen wir hier nach vorne. Nein! Er ist so weit weg. Er ist hinter ihm. Come on! Hält sich im Wanst. Oh nein! What the fuck? Oh. Nochmal kurz. Reset. Fuck! Das gibt's doch nicht! Das, ja, das kann doch nicht sein! Der Dicke hat ihn weggeschoben. Ja, er hätte mich nicht treffen können von da, wenn der Dicke ihn nicht... Wenn er nicht zur Seite geschoben hätte. Ja, genau. Oh. Aber wir sind noch halbwegs in Zeit, ist noch alles gut. Alles gut, alles gut. Wir sind noch gut da. Aber es tut nur so weh. Es tut weh. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt gleich so einen richtig schönen Lucky Ornstein-Ding, wo er einfach nur dasteht und... It hurts. 20 Sekunden töten kann. Nope. Ein Versuch noch. Da muss ich ihn töten. Knappes Ding. Never mind. Da muss er wieder sterben. Die Dummsau. So. Ja. Rüber. Ja. Gut. Jetzt bitte, Lucky Ornstein. Bitte. So. Jetzt mal gucken, was macht er? Charge. Haben wir doch ein sehr gutes Positioning. Ja. Oh. Der Dicke kommt leider wieder außen rum. Er hat ihn geschoben, pass auf. Aber. Was können wir noch ab? Hinter dem Pfosten. Das ist die Fernkampfattacke. Die trifft eigentlich nie. Die trifft auch irgendwie komischerweise. Gut, hinter Poller. Sieht doch ganz gut aus. Vorsicht! Der Schmauk! Vorsicht! Hey, er hat ihn voll getroffen eigentlich. Ja. Unfair. Was ist mit Friendly Fire in dem Spiel? Jawohl. Okay, eines. Kriegst du mal einen gratis Schlag. Bringt eh nichts jetzt da eh wieder. Full HP. Oh lol, der kann da rüberlaufen in der Remastered-Version. Das wusste ich auch nicht. Apropos leichter, ne? Alpha Bitch. So, hier gibt's eigentlich nur eine Attacke, die einem gefährlich sein kann. Und das ist die Blitzarschbombe. Die hier. Ach, ja. Nice gestaggert.
Ansonsten die hier. Kann man aber auch mit so einer Rolle halt dodgen. Mhm. Hat aber ein sehr schwieriges Timing. Ich glaube, sie ist aber nicht mehr ganz so weit wie damals. Nochmal. Ui. Und jetzt hast du Rollen verkackt. Vorsicht, er kann rüberrennen. Vorsicht, Vorsicht. So. Also wie gesagt, wenn Ornstein tot ist, dann ist der Fight vorbei. Hey. Very nice. Dankeschön, Dankeschön. Uiuiui. So, jetzt mache ich... Wollen wir nachdem gleich deine Pause machen? Ja, ich hocke mich jetzt oben an das Leuchtfeuer und dann... Also ich spreche noch kurz mit Gwendolin. Ja, genau. Leuchtfeuer. Dann machen wir eine kleine Werbeunterbrechung. Genau, dann gehen wir erst zum Leuchtfeuer. Wobei, das aktiviere ich eh nicht. Ich stelle mich nur daneben. Das brauchen wir. So. Und erstmal zu erstmal labern. Erstmal nochmal kurz mit der labern. Und wir lassen sie heute am Leben, habe ich mir sagen lassen. Wunderbar. Heute das. Es ist ja eh nicht die echte. Ne? Ja, aber trotzdem. Aber guck sie dir an. Wer kann dann Nein sagen? Laber, laber, laber. Das Lord Vessel. Gut, dann machen wir mal hier ein. Beenden auch mit einer Hand. Zack, zack, okay. Zack. So, und Zeit ist gestoppt. Ja. Und eine kleine Pause. Sehr gut. Good. Wir gehen kurz in die Werbung, wenn wir zurück sind. Entspannter Dark Souls. Bis gleich. Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Speedrandale. Oder auch nicht? Mhm. Herzlich willkommen gleich. Da sind wir wieder mit Dark Souls 1 einhändig. 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 Mit dem Leon, der schon ungefähr die Hälfte des Spiels gemeistert hat, sag ich mal. Alleine, also mit einer Hand ein paar Schwierigkeiten hier und da, aber ja, und das gehört dazu. Wir meistern ja dazu nochmal, du spielst ja auch hier gerade die Remastered-Fassung, das heißt, ja. Hast auch schon mal ein paar gemerkt, ein paar Unterschiede, selbst bei Glitchless gibt es da. Ja, auf einmal charged er über das Ding rüber. Das versteht man auch nicht ganz, also ja, haben sie was geändert. Okay, wir haben ein kleines Päuschen gemacht und sind jetzt Ingame-Zeit bei 1 Stunde und 1 Minute, also knapp 2 Minuten. Ja, genau. Und ja, du sagst einfach Bescheid, wann du wieder ready bist und wir starten den Timer wieder. Okay, dann machen wir 3, 2, 1, weiter. Nee, falsche Taste. Ups. Oh. Ach. Das läuft. Macht nichts, macht nichts. So, jetzt weiter. Die 4 Sekunden musst du irgendwo anders aufholen. So. Okay, Smaug und Ornstein gerade erledigt. Yep. Lord Vessel erhalten. Ab jetzt können wir uns teleportieren. Genau. Ja. So. Aber das machen wir noch nicht sofort. Denn ich muss die Waffe noch upgraden. Mhm. Waffe muss noch plus 5 werden. Und hast du das beim großen Schmied gleich? Oder? Ja, beim großen Schmied hier rechts. Dann sehen wir unseren Freund auch nochmal hier. Ja. Das war auch ein sehr trauriger Part in Dark Souls 3. Oh ja. Ja, das fand ich auch. Ne? Du gehst da hin und ich meine, der muss Arbeitszeiten gehabt haben, der hat sich hier nicht vom Fleck wegbewegt für die paar Jahrhunderte anscheinend. Passt doch kaum durch die Tür und wenn, dann gibt es auch nicht so viel zu gucken da draußen. Also Spoiler Alert, by the way, aber egal. Ja, okay, das Spiel ist nur alt. Na, Dark Souls 3 geht schon noch. So, das war Anfang 2016. Uralt. Nach heutigen Verhältnissen ist es uralt. Ja. Ja. So. Mal kurz nachdenken. 7 Stück brauche ich, glaube ich. Von den. Ja, mein verkauft. Topf. Mein Lieblingstopf. Was hast du getan? Er hat da seine Bohnen und Speck drin. Noch eine Seele, ja. Smaug. Lecker Seele. Bisschen fettig, die Seele, aber. Sprinkle Titanite. Ich glaube, 7 reichen. Ah, nee, Twinkling Titanite. Twinkling Titanite. Sorry.
Ja, bei gewissen Waffen muss man dann. Ne, brauche ich noch was. Eine noch. Das Spezialtitanit da benutzen. Mhm. Wird recht selten gedroppt. Obwohl später im Spiel hast du ein bisschen mehr davon, aber an dem Punkt, wo wir sind, hast du noch nicht so viel. Da musst du dann viel Seelen für ausgeben. Ja, das wirklich krasse Material droppt halt meistens eher erst im Endgame. Mhm. Ja. Was hier, ich glaube, das war bei Bloodborne so, dass es irgendwie so ein Crafting-Material gibt, was nur einmal pro Durchlauf droppt. Das gibt es in, glaube ich, fast jedem Teil. Das ist die Scholle. Also der Slab, ja. Slab. Hier gibt es aber mehrere in eins. Also eine droppt zum Beispiel beim Covenant? Nee, wie hieß der Demon nochmal? Der unten bei dem Tutorial, ne? Genau. Ja, bei dem. Mal überlegen, als erstes machen wir. Der Asylum Demon ist der erste. Dann. Dann gibt's noch einen bei. Ich glaube, wenn du die Siegbart. Die Zwiebelritter-Questreihe machst, gibt's noch eine. Da wahrscheinlich irgendwo anders verteilt. Dafür ist aber auch New Game Plus da, dass man nochmal mehr davon holen kann. Und die droppen sogar, zwar ganz selten bei diesen komischen Skelett, nicht Skeletten, sondern diese mit der Skelettmaske jedenfalls bei den unteren. Die schwarzen. Ihr traut euch ganz schön was, genau. Ne? Die können Punch, das Punch. Droppen. Oh, der pommelt dich! Der hat mich weggepommelt. Er hat dich in Stücke gerissen, du verfluchte Hülle. Der hat nur One-Kill-Combo. Der hat schön hier mal links, rechts, links, rechts. Zack, 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 verteidigt seinen Schmiedestand. Salami. Sting like a moonlight butterfly. Voll weggehauen. Hat er aber auch. Ja, das war die Rache für alle Speedrunner, die ihn getötet haben. Ja. Muss ich mich gleich zurückbrechen. Das kriege ich nochmal hin. Ist der jetzt gleich aggressiv? Ich bin fast noch nie bei dem. Ja. Ja, der ist gleich aggressiv. Boah, Dropkick. Dropkicks hier? Ja, der WTF ist so geil. Ich liebe den Dropkick von dem Kerl. Anakin, I have the high ground! Alter. Anakin! Der puncht dich weg hier und der läuft auch noch hier. Treppen laufen. Pow, pow, pow! Dropkick! Doktor von Ornstein. Laserkick, Laserschelle würde ich da sagen. Auf jeden Fall. MVP auf jeden Fall. Haben wir seinen Namen jemals erfahren? Heißt er vielleicht Vitali Vladimir? Oder so? Wie heißt der Kerl nochmal? Irgendwas mit A. Irgendwas mit. Also doch Vladimir. Ja, genau. Adimir. Adimir. Dropkick. Oh. Alter, der geht einfach durch das Treppenhaus. Nicht genug Reichweite. Der verliert keine Zeit, aber der hat eine Rechts-Rechts-Links-Kombo. Ne? Ja. Der macht dir zwei Leberhaken und dann ins Gesicht rein. Den haben sie bestimmt extra nachgepatcht, damit er nicht mehr so leicht zu killen ist. Der hat echt krasse Moves drauf. Darauf hast du jetzt nicht vorbereitet. Da war ich jetzt. Hätte ich mir noch eine Backup-Strat für den überlegen müssen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das soll's eigentlich sein. Da ist es. Ihr hinterhältiger Abschaum. War auch gar nicht so schwer. Seine Leiche. Ragdolls da auch noch mit. Sein Schmiedehammer habe ich auch mitgenommen. Full Humiliation. So, jetzt geht's zum Hund. Da kann's auch immer traurig werden. Ja. Der humpelt am Ende. Der arme Sif. Ah, vom Design her finde ich den Hund so geil. Der ist richtig geil. Ich bin jetzt gespannt bei der Remastered-Version, wie das Fell aussieht. Das sah schon damals echt cool aus. Das sieht aus wie das neue Feuer. Genau. Überall die gleiche Textur draufgezahnt. Fritz Feuerhund. Ja, soweit ich mitbekommen habe, haben die viel von diesen Einzeleffekten zumindest ein bisschen aus dem Dark Souls 3 Code entweder entnommen oder angelehnt. Ne? Dass so Feuereffekte und Sachen ein bisschen ähnlich verhalten wie bei den anderen, aber es ist rein visuell. Ne? Mhm. Ganz am Anfang gab es ja auch noch das Gerücht, das Remaster wird dann komplett auf der Dark Souls 3 Engine basieren. Ne? Dass es auch spielerisch anders wird. Ja. Hier gibt es immerhin die Upgrades, wenn die Switch-Version mal kommen sollte, wenn sie irgendwann mal fertig sind, die wird ja dann komplett aber auf der alten bestehen, also diese Effekte nicht drin haben. So, hier musste ich kurz quitten, weil die drei Leute da hinten, die drei Baummenschen, die sind sehr penetrant und die folgen einem. Und selbst wenn sie Aggro verlieren, kann ich erst das Leuchtfeuer benutzen, wenn sie ganz am Anfang wieder sehen. Das heißt, du musst sie entweder töten oder quitten.
Das ist das natürlich das Einfachste. Das hier war mein allererster Farmspot. Ja, ja, da. Wie bei vielen anderen auch. Da hinten links in der Ecke und dann genau. Springen sie alle über dich rüber. Richtig. Einmal alle pullen, dann den Abgrund runter. Ja. Dass hier die ganzen Penner aber auch rumlaufen. Na, jetzt folgen sie mir wenigstens nicht mehr, wenn man anfängt mit der zu reden. Ah. Schon haben sie aufgehört, mich zu chasen. Das muss man auch erstmal wissen, das wusste ich nicht. Ja. Ist relativ wichtig, weil ich hier die Rüstung holen muss. Genau, die Steinrüstung, ne? Ja. Sonst blockieren die da den Eingang. Ausgang. Steinstulpen. Steingamaschen. Hab ich nie benutzt, weil natürlich viel zu langsam ist. Aber wie du sagtest, hilft ganz gut bei ein paar Bossen zum Tanken. Oh, das wirst du gleich sehen, wie schön leicht das ist. Es besteht eigentlich nur aus R1-Spam. Wenn ich eine schwere Rüstung anhatte, dann war es meistens Havels Rüstung mit Havels Ring. Mhm. Was natürlich nochmal ein bisschen die Vorteile bringt. Ja. Havels Ring, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Item. Also Havel ist ein Charakter, den man unten in einem Turm trifft. Mhm. Und der hat eine ganz, ganz gute Rüstung, die aber auch sehr schwer ist. Wenn man Havels Ring equipped hat, das macht dein Equip Load geringer. Das heißt, das schwere Zeug ist nicht ganz so schwer. Mhm. Aber auch schon der Ring, den du jetzt anhast, der macht auch schon ein bisschen Equip Load ein bisschen leichter. Kondition halt erhöht und Kondition ist Max Belastung. So, hier den schönen Parry-Ring. So, dann ist ja alles gut, dann kannst du auch wieder raus. Moment. Moment! Ein Wolf! Ui, Sif. Armer Sif. Und wenn man den DLC vor Sif macht, dann hat er eine andere Anfangsanimation. Echt, ja? Denn im DLC gibt es halt so eine Stelle, wo du den kleinen Sif ja triffst. Ach so, ja, ja. Und dann erinnert er sich an dich. Und dann macht er erstmal so ein Wolfsheulen. Ist ganz traurig, dass er dich jetzt töten muss. Na gut. Oder andersrum. Er freut sich erst recht, meinst du, ne? Auch eine Animation, da ist sie. Danke schön dafür. Jetzt brauche ich noch eine. Oh, Sif, du Saftnase. Zu früh gerollt. Siftnase. Ein Balken noch mehr und wir wären im Humpelmodus. Ja. Aber da hat er auch mal ein kleines Erfolgserlebnis. Also das Fell sieht immer noch gleich aus, da bin ich ein bisschen enttäuscht. Sieht aber immer noch gut aus. Hast du geiles Fur-Shading erwartet? Nett, ja, richtig fancy. Ich meine, beim Licht haben sie sich ein bisschen was gemacht. Ach, die Entwickler haben sich wahrscheinlich gedacht, so weit kommt doch keiner, ne? Vielleicht einfach das alte Spiel dran lassen. Na, aber teilweise finde ich es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass die Sif nicht geändert haben, weil vieles, was sie geändert haben, ist irgendwie glänzt zu sehr. Ja. Mhm. Aber das Seeleneinnehmen, das haben sie schön gemacht. Ja. Ja, was mir am meisten gefällt, ist so, wenn du dann an den Wänden da dran bist, dieses, ja, siehst du ja schon, ne, wie das nochmal extra an den Steinen dann abhört, das ist schon ganz nett, aber ab und zu, es gab zu Beginn ja auch noch dann Bedenken, oh, sieht das Remaster vielleicht schlechter aus, weil es dann andere Lichtverhältnisse waren als die Screenshots, die Leute von der Urfassung hatten, dass da ein paar Texturen nicht so gut zu sehen sind, aber eigentlich, es ist schon durchweg verbessert, aber nicht vielleicht geschmäcklerisch gleich an manchen Sachen. Es hat eigentlich fast nur DS-Fix, ne, was sie da gemacht haben, DS-Fix und Lightning, also Lichteffekte, ne? Ja. Haben sich wenig Arbeit gemacht. Und Smaug, der über Säulen springt. Ja, aber ich würde es nicht ganz so sagen. Das DS-Fix hat ja auch ein paar Sachen kaputt gemacht. Ne? Ich meine, es war ja nie eine offizielle Sache, weil du auch damit Sachen kaputt hattest im Spiel, dass du dadurch Leitern fallen kannst, dein Sprungverhalten anders ist. Ne? Und das muss auch erstmal getestet und gemacht werden. Ui. Uiuiuiui. Jetzt nicht 40 Euro getestet, aber... Das hätte auch ein guter Patch sein können halt. Ja, Patch wäre in Ordnung. Kann lieber ein Remaster draus bringen. Ja. To make lots of money. Tons of money. Ja, ich würde es verstehen, wenn es auf dem PC eben nicht remastered wäre. Ihr könnt es auf die PS4 packen, auf die Xbox One, damit ihr eure Dreier-Collections verkaufen könnt, ne? Dann hätte ich aber auch lieber die Originalversion von Dark Souls 2 und nicht die Scholar. Ja, Scholar fand ich auch nicht so. Ja, so, also meine visiert? Meine PC-Dark Souls 2-Version war auch schon mit 60 Frames. Ich brauche kein schlechteres Gegner-Placement. Hängt ja mit der Story ein bisschen zusammen, glaube ich, ne? Das Gegner-Placement bei Scholar. Ja, aber es wirkt so nach vorne hin so überladen, ne? Ja, ja. Hast du das Gefühl, dass da hatten wir noch zwei freie Plätze, lass uns da noch... Wunderbar! Und das war Sif. Das war Sif.
Den haben wir auch gemacht. So, und jetzt musst du nur noch die 4 Bosse machen, oder? Jetzt muss ich nur noch die 4 Bosse machen, ja. Also in der Feuerwelt hat man halt noch 2 davor. Mhm. Und ansonsten dann halt nur noch Gwyn am Ende. Dann war's das. Aufsteigen, jetzt fange ich mal an, Stärke zu pushen. Okay, ersten Boss nehmen wir mal Nito. Den mache ich eigentlich am liebsten. Mhm. Und Pinwheel natürlich. Ach, mhm. Sorry, ich habe Pinwheel vergessen. Ja, gut, der Weg dahin ist das Anstrengendere. Der Boss ist fast schon mehr die Belohnung. Ja, ne? Ja, genauso Nito. Nito habe ich immer als letztes gemacht. Mhm. Fand ich immer am coolsten. Nito hat auch einen so geilen Weg, wenn man den... Ey, der sieht anders aus. Nito hat so einen coolen Weg in der Dunkelheit. Mhm. Kannst du einfach geradeaus in Richtung Licht laufen. Das ist wunderschön. Jetzt müssen wir aber erstmal an Pinwheel vorbeikommen. First Pinwheel Death. Live dabei. Ich bin gleich gespannt. Ich glaube, ich habe meist die 4 Kings als letztes gemacht. Deshalb mache ich auch, ja. Und das Bad of Chaos zählt dazu, zu den 4? Nee. Das nicht mehr, ne? Das musst du dann auch nicht machen. Der springt. Eigentlich springt der immer an einem vorbei, aber heute ist es fällt runter. Solange man das Bad of Chaos nicht richtig machen muss, ist alles gut. Scheiß Bad of Chaos. Bad of Chaos grauenvoll. Mhm. Grauenvoll. Das Bonfire aktivieren. Den Dude ja, erstmal umbringen. Den hier muss man halt erstmal töten. Achso, ja. Und die Brücke öffnen da. Oder was auch immer jetzt es war. Jetzt nehme ich noch Bonfire. Mit, falls ich hier runterfall an einer schlechten Stelle, nicht nochmal den ganzen Weg laufen muss. Das habe ich hier im Remaster dann versucht, geguckt, ob ich vielleicht an irgendeiner Stelle so runterrollen kann, dass ich so quasi das halbe Ding runterdroppe, ohne sofort gekillt zu werden. Mhm. Aber du hast so viele Todeszonen da. Ich habe einfach nicht die richtige Stelle gefunden hier. Dann zeige ich es dir. Ich kenne die Stelle ganz gut, weil hier hole ich mir immer meine Lieblingswaffe ab. Und das spiele ich meistens auch durch. Kannst du von hier oben runterrollen. Mhm. Genau. Aber hier warte ich jetzt erstmal, bis die sich kurz töten. Und ansonsten kannst du auch einfach hier an der Seite runterlaufen. Jetzt geht's aber nicht. Dann okay, da ist die Ecke. Da ist er. Das spart aber schon ein paar das war ordentlich das, Gänge. Ja, das war nochmal ein Tick schneller, als wie ich das mache. Und jetzt müsste gleich Pinwheel kommen. Ja. Jetzt kann es noch passieren, dass ich richtig schön gerädert werde. Mhm. Oh ja, oh, ich liebe diese Viecher. Ah. Die können halt richtig 100 Mal hintereinander treffen. 1:1 aus Berserk geklaut. Ja. Inspiriert. Aber ist ja auch kein Geheimnis. Ja, genau. Inspirierend, ja. Ja, kein Geheimnis. Ich hab den Miyazaki ja nochmal extra gefragt, als ich den im Interview mal hatte. Mhm. Berserk, aber der hat sich bedeckt gehalten. Natürlich ist alles geklaut von Berserk. Ja, ich habe halt gehört im Interview, dass die Macher auch große Berserk-Fans sind. Das also, es findet sich so viel davon wieder. Ja. Da sage ich ja auch, Leute, lass From Software ein Berserk-Spiel machen. Macht mal mit Lizenz, bitte. Applaus, Applaus, Applaus. Oh ja, Entschuldigung, das war schon Feuer. Es ging zu schnell, sorry. Für Pinwheel. Denkst du, what the fuck? Ja, man kann ja direkt zu uns zu Pinwheel. Ja, man könnte eigentlich direkt hin, aber die meisten ist nicht eben der erste, vor allem, weil auch der Weg dahin eigentlich so schwierig ist. Ja. Dadurch, dass der Boss dann lächerlich wirkt, wenn man da erstmal hinkommt. Ja. So, hier kommt jetzt mein absoluter Lieblingsweg. Wunderschön. Hm. Glock. Hier hinten runterspringen. Und dann bin ich beim Leuchtfeuer. Kann ich ja sogar noch mal... Oh nee, den will aber stärker. Gut. Und jetzt kommt der noch coolere Weg, den wenig Leute kennen. Habe ich auch irgendwo in einem Speedrun gesehen. Hier geradeaus, an der Mauer lang. Mhm. Aber man sieht ja eh nichts. Man sieht ja kann eh dich nichts. Doch keiner merken. Dann zum Ding hier. Und wenn du hier bist, dann läufst du nur gerade zum Licht. Jetzt einfach nur gerade aufs Licht zu. Spam rollen. Nein. Oh. Gott. Hat mich nur einmal getroffen, hätte mich aber töten können. Kriege ich den Drop in einem? Ja! Oh, nice. Und schon ist man hier. Schon ist man da. Oh mein Gott. Hell?
Wir haben ein großer Fehler. Oh, was hast du vergessen? What did you forget? Siehst du diesen gelben Nebel da? Ah! Lord Vessel. Das ist Lord Vessel nicht eingesetzt. Das ist mir auch ewig nicht mehr passiert. Aber stimmt, du bist ja einfach an der Schlange vorbeigelaufen, ne? Ja. Ah, blöd. Ja. Blöd. Aber ich kann mich da, glaube ich, hin teleportieren zum Grabmal. Ja. Es gibt eine Handvoll Fork Gates sozusagen. Einige, durch die man nicht sofort durchkommt. Da muss man nämlich dieses Lord Vessel Item finden, das wir bekommen haben nach Ornstein und Smough. Das uns befähigt dazu, zu beamen sozusagen oder von manchen Schreien dann wegzugehen. Aber wir müssen es einmal in der Cutscene einsetzen. Ja. Erst dann werden diese speziellen Fork Gates geöffnet, zu denen man zu den großen Bossen hinkommt. Diese Cutscene hier jetzt? Ja. Werden wir jetzt leider nicht sehen. Ja, und da ist es eingebaut. Da werden die gelben Tore plötzlich weiß. Ja. Da kann man durch. Ja, die Souls-Dinger haben gern mal so eine künstliche Grenze, damit du nicht sofort irgendwie dann dahin laufen kannst. Beim zweiten Teil war es ja du musst diesen 1 Million Soul-Level geschafft haben, ne, bevor du immer durch dieses kleine Tor da kommst, dann vor dem Schloss. Den Schlüssel holen. Oder den Schlüssel, ja. Beziehungsweise den Ring. Oder in der frühen, ungepatchten Version holst du die Ferngläser raus und kannst die verdammten Ferngläser. Ah, der Fernglas-Speedrun. Das war sehr lustig, als alles herausgefunden wurde. Okay, so viel Zeit haben wir jetzt auch wirklich nicht verloren. Das war gut. Nee, es geht schon. Das ist voll okay. Und wir dürfen den Weg hier nochmal dann schauen. Nochmal den schönen Weg. Aber der geht schon echt gut. Ich meine, wie man früher da geirrt ist. Ja, auf jeden Fall. In der Dunkelheit. Das ist ein guter Tipp. Ja. Beim Knallhart durchgenommen haben sie ja den Helm gehabt. Weiß auch nicht, woher man den kriegt. Den kriegst du, wenn du Covenant machst bei Quelex Schwester. Ah. Da schaltet sich ja dieser Durchgang frei und da sind diese Viecher. Ja, stimmt, ja. Die für die Sonnenlichtmedaille da. Genau. Wenn du nicht aufpasst, dann auch der arme Solaire, der irgendwo landet. Ja. Pur Solaire. Übrigens sehr schönes Solaire-Cosplay beim letzten Mal. Meinst du moin, moin und hallo? Genau das. Ihr Dösbuddle. Ich bin's mal wieder. Euer Solaire. Ne? No? Euer Dieter. Aber den haben wir bisher noch nicht gesehen. Nee. Den Solaire. Den sehen wir leider nicht. Ne? Oh. Ich hätte ihn bei Smough und Ornstein holen können, aber dann wäre ich geflammt worden, weil ich mir Hilfe hole. Den sehen wir dann wieder in der neuen Webcomic, der Solaire auf Platt. Der Matrosen-Solaire. Der Matrosen hier, was geht denn hier los? Captain Fatrow. Ja. Dich hau ich platt. Kein Doppelschwert, damit habe ich jetzt schon gewonnen. Wie läuft's bei euch so? Ja, ganz gut. Oh, alles entspannt. Dann kommt mein Skeletti. Zack. Und noch eins. Skeletti. Zack. Angerollt. So, jetzt ist er nah genug dran. Jetzt rennt man zu ihm hin. Und spammt R1. Und er trifft dich ja nicht mal. Ja, meistens trifft er mich schon, aber macht keinen Schaden. Das ist sehr gute Poise einfach auch, ne? Ja, das ist sein AOE. Wirft einen nicht um. Daggersheimer Schaden für den Statuswert. Und es war easy peasy. Nice. Und dafür braucht man die Federrüstung für so einen Boy. Mhm. So, kann man jetzt wieder ablegen. Hat er seine Fürstenseele liegen lassen? Der Penner. Lasst doch nicht eure Fürstenseelen einfach so liegen. Fürstenpenner. So, Stärke 32. Für mehr reicht es dann gerade noch nicht. Ich muss teleportieren. Wen willst du als nächstes sehen? Feuer, Feuer, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Der Schlimmste. Ja. Sehr richtig ausgesucht. Ja. Ich hätte eigentlich vor Kings gesagt, aber du hast gesagt, den machst du am liebsten zum Schluss, deswegen lasse ich das dir. Nein! Oh. Velana! Wie konntest du nur, warum nur? Der hieß sie doch, oder? Velana? Es kann gut sein, dass die so hieß. Ich hab selten mit dir geredet, nur einmal bei 100% Run. Aber sie sagt ja auch nichts.
Doch, ja. Wenn du einen bestimmten Ring hast. Ja? Ja. Ja, du brauchst den Ring, dann... Dann hörst du ihre Stimme. Ach so, dann, ja, dann im denkt im sie, Inneren. Du wärst Quela. Genau, genau. Mhm. Dann redet sie mit dir wie mit Quela. Ja. Das ist ganz cool. So, der nächste Boss kann einen hundertprozentig töten, ohne dass sie irgendwas dagegen tun kann, wenn er seine Entfernungsexplosion spammt. Mhm. Wenn er die viermal hintereinander oder so macht, dann bin ich definitiv tot. Aber ansonsten... Bei allem anderen sollte ich eigentlich gut dabei sein. Nur nochmal zu Verständigungszwecken halber, warum hast du Quelana jetzt getötet? Für die Fürstenseele, damit ich das hoffentlich nicht vergesse, das noch beim Feuerbandschrein einzulösen und dann kriege ich Estus Flakon plus 2. Mhm. Was? Du meinst Feuerhüterseele? Ja, die Feuerhüterseele. Mhm. Die kann ich ja beim Feuerbandschrein. Richtig, ja. Kommt dann der Schockmoment, wenn man denkt, okay, das war mal ein Boss, kommt er alleine. Mhm. Und dann ist aber auch die Platzierung da unten einfach, du guckst runter, da sind 7, 8 Stück nebeneinander. Ja. Guck sie dir an. Es sieht alles so aus, okay, warte mal, ich habe das PC-Tool aufgemacht. Klick, klick, klick. Ja, so Sandbox-mäßig. Ja. Hey, warte mal, mir fällt gerade auf, du hast ja gar nicht den einen Dämon an der Brücke gemacht, den Boss. Den habe ich nicht gemacht, nee. Ja, den braucht man anscheinend gar nicht. Den brauchst nicht, wenn du unten lang gehst. Nee, brauchst du nicht, ne. Der ist aber auch. Davon sind nämlich auch ganz viele da unten. Und warten auf dich. Ja. Ach komm. Ach komm, Würmchen. Einmal. Sag mal. Einmal noch treffen. Daneben. Oh Gott, jetzt bin ich hier unter ihm. Da hat er eine andere Animation gemacht. Gott, und. So. Jetzt können wir auch ans Feuer. Wurmarschloch. So. Die komplette Feuerwelt ist meine absolute Hasswelt. Ja. Das ist absolut grauenvoll. Jeder Boss ist scheiße. Auf eine andere Art. Der hat seine Explosionen, der zweite hat seine Dreckslava. Und der dritte ist halt Bad of Chaos. Da braucht man keine Erklärung mehr. Mhm. Jeder, der es gespielt hat, weiß, wie schlimm das ist. Ich finde tatsächlich aber die Library noch schlimmer. Die Library? Ja, da habe ich mich halt das erste Mal, als ich gespielt habe, habe ich mich so oft verlaufen und so oft gestorben. Das hat schon genervt. Feuerdämon. Mhm. Das ist das dritte Mal, dass wir den theoretisch sehen. Zweimal nicht angezündet, dann im Asylum, ne? Mhm. Ja. Und jetzt hier feuert er nochmal ein bisschen. Das war noch die entspannte Explosion. Das ist die beste Attacke, die Arschbombe. Das ist die schlimme. Mhm. Die trifft dann eigentlich immer. Wenn er die jetzt, der auszuweichen ist auch super. Der macht sie nochmal. Ja. Wenn er das jetzt noch einmal macht, dann bin ich halt tot. Humanity. Macht er nicht. Hopp. Explosion. Komm ich noch hinter? Ja! Yes. Arschbombe, nice! Arschbombe! Noch ein. Oh, daneben! Noch eine Bombe. Der kann auch rollen. Der Schlag hat irgendwie. Hoppt man doch nicht so. Echt? Und wir haben ihn. Yeah. Er hat nicht die Triple-Explosion gemacht, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja, auf mit jeden dem, Fall. Da kommst du nicht mehr raus. Du kannst ihn aber auch in der einen Stelle, wo er zweimal Arschbombe gemacht hat, kann er so stark sein, dass er nur noch Arschbombe macht. Ja, es sah fast eben so aus. Ja. In einer dauerhaften Animation. So, nächster. Aber hier haben sie sich wirklich am wenigsten Mühe gegeben. Mhm. Allein Boss hinter Boss ist schon mal sehr selten bei Dark Souls. Ah, ist aber mal eine nette Abwechslung. Ja, ist ganz cool, hat so... Kleiner Boss Rush. So Cuphead-mäßige, so. Ja. Wenn's von Boss zu Boss. So, der kann mich sehr stark am Anfang nerven, wenn er mich nicht rüberlässt. Auf die richtige Plattform. Der 1000-Fuß-Dämon. Ich soll ja gar keinen Schaden bekommen. Das ist ja komisch. Ich habe, glaube ich, da noch nie keinen Schaden bekommen. Das habe ich auch noch nie gesehen.
So. Ah, du machst ihn hier? Nee, ich mach ihn hier drüben. Ah, okay. Hier habe ich nämlich ziemlich viel Platz. Geh mal hinten in die Ecke für den Trank. Also muss er da noch ein bisschen näher kommen. Anvisieren. Wo ist er denn? Da ist er. Das war auch ein komischer Treffer. Nein, da wollte ich nicht hin. Das war keine Rolle, die man unbedingt. Noch ein bisschen. Du lebst noch! Yep. Nicht gerade. Holy shit. Nämlich jetzt lieber zwei Flasks. Drei Flasks. So. Jetzt vielleicht. Ja, die Hellebarde hat schöne Hitboxen. Ja. Oh. Alter, wie er mich da getroffen hat. Haben sie den auch gefixt hier, oder was? Vielleicht, ne? Remaster Strats. Ich weiß gar nicht, wie das in der Community ist, ob sie mehr Remastered jetzt runnen oder das alte noch. Aber den haben wir. Sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Also ich kenne relativ viele Runner, die jetzt durch das Remaster mit dem Remaster angefangen haben. Aha. Und die dann halt das weiter? Ich glaube ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt 100% jetzt nur noch das runnen und nicht mehr das andere, aber... Ja, wenn es... Ich glaube, dadurch, dass jetzt dafür eben noch so viele dazugekommen sind und es nicht, wenn es keinen signifikanten Unterschied gibt beim Run, dass eher das Standardspiel wird. Und man kann bei sich einen Titel bzw. einen Stream Remastered reinschreiben. Ja. Könnte er jetzt auch machen bei Home Speedrun. Ja. Ja. Könnte dann. Das heißt, wir kriegen noch die Remastered-Klicks für andere Sachen. Genau. Geil. Yeah. Am besten noch Gwendolyn so als Cover. Ja, ja. Dann hast du hunderte Klicks. Wenn man genau da guckt, statt ihren Bussen sind unsere beiden Kaffeesier. Ja. Wenn man genau hinguckt. Wait a minute. Ich leider relativ bald von dannen machen müssen. Die Zeit für mich voranschreitet nicht. Anschluss. Was machen wir denn ohne dich, Gregor? Aber ich glaube, das werdet ihr überleben. Ich bin aber auf jeden Fall dabei, bei der nächsten Gelegenheit mir das Video anzuschauen. Ja. Und ich schreibe euch dann Tipps auf, was ihr falsch gemacht habt. Okay, das hilft. Okay. Aber ich sag bis jetzt schon mal wirklich eine sehr beeindruckende Leistung. Oh ja. Also selbst wenn es zweihändig hier gemacht hast, wäre ich genauso beeindruckt. Ne? Aber das hier noch mal ein bisschen mehr. Üb noch mehr Sachen mit der anderen Hand, dass du parallel zwei Spiele runnst. Ja. Ja? Dark Souls 1 und Dark gleichzeitig 1 und noch 2, ja? Oder 2er. Komplette Trilogie durchspielen. Immer wenn ich mit einer Hand fertig bin, dann wird da ein neues Spiel eingelegt. Oh, und dann mit beiden Füßen Dark Souls 3. Ja? Dann sind parallel, also alle drei gleichzeitig spielst. Machst ein Race. Das kommt dann als nächstes. Race gegen dich selbst. Ja, genau. Fuß, du hast Fuß verloren. Gegen Hand. Rechts war besser. So. Ah, hier kann man hoch, alles klar. Nee, hier komme ich auch immer ein bisschen durcheinander, wie das alles so verschlungen ist. So diese Ecken hier unten, designtechnisch ist das schon ein bisschen weg von dem, was der Rest des Spiels schon ist. Da merkt man, ich glaube, entweder war da die Zeit ein bisschen weniger, um es durchzuschleifen, oder die machen es bewusst ein bisschen verwirrter. Auch diese Copy-and-Paste-Dämonen, die wir oben gesehen haben. Mhm. Auch die nicht da unten im Lava. Ja, es ist nicht unbedingt meine Lieblingsecke, jetzt hier aus. Und auch die waren ja auch einer der Gegner, wo einfach nur der Kopf fehlte, ne? Ja. Aber es gibt das allerschönste Gegnerdesign hier. Meinst du diese Glubschis? Diese der Glubschi hier rechts. Ja, genau. Der Trichter-Glubschi. Ja, Trichter-Glubschi, ja. Dieser hier. Da ist er. Ja, genau. Da. Trichter-Demon. Ei, verbübsch, ist er schön. Oh, Dreckswurzel. Die haben sie auch noch nicht gepatcht. Guck ihn dir an. Ich habe bei dem Knallhart durchgenommen zum ersten Mal seine Attacke gesehen. Der nimmt dich, wirft dich oben rein und spuckt dich durch den Arm wieder raus. Lustig. Das ist auch ziemlich cool. Das hier ist übrigens die Pyromance. Olle, wenn du sie irgendwann mal freigeschaltet haben solltest, die dreht dann irgendwann durch und will dich killen. Oh nein. So wie ganz viele andere NPCs hier auch. Ja. Oh, gleich geht's los. Ja, ist easy. Ich weiß. Super easy. Das nervt mich trotzdem. Ja. Sie ist dabei auch gedacht haben, ey. Ja. Chaoswesen heißt es auf Deutsch. The Bad of Chaos.
ein Gegner, den man nicht direkt killen kann, sondern man muss erst an der Seite quasi seine Schutzschilder abbauen. Und es wird ein bisschen random, wo man runterfallen kann und so weiter und so fort. Ja, ich mache es mir hier ein bisschen einfach, indem ich das gute alte Start beende. Ne? Die Waffe ist hier leider sehr hoch. Ich muss mich hier an eine ganz bestimmte Stelle stellen. Mhm. Wenn ich jetzt hier nämlich Start beenden mache, dann bin ich vor dem Nebel. Das heißt, ich spare mir den Weg jetzt wieder zurück und da ich ihn noch nie gemacht habe, klappt das wahrscheinlich nicht mit zurück. Ja, aber das ist schon mal ganz gut, weil wenn du da abkratzt und dann beim letzten Bonfire anfängst, der Weg dahin nervt. Ja. Nervt sehr stark. Also hier, falls du mal dann runterfallen solltest in eine der Löcher, die dann aufgehen, rechtzeitig quit, ne? Und dann bist du wieder vor der Tür. Ja, genau. Okay. Das ist eine gute Taktik. Das Quitten, das kann man sich relativ schnell angewöhnen. Irgendwann hat man's Muscle Memory ganz flott drin und kann es halt nach jeder Klippe machen. So, linke Seite. Gucken wir mal seinen Pattern an. 2 und Glück, 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 Glück. Nein, kein Glück. Dann ziehen wir uns wieder zurück. Muss man erstmal die 2 Puschel hier abwarten. Puschel 1, Puschel 2 und jetzt läuft das Ganze. Das ist ein Safe Space. Und jetzt ganz schwierig. Ah ja, da ist er. Puschel nennst du sie immer. Das heißt doch Dingsi. Dingsi? Puschel Dingsi. So, hier dasselbe. Baumschelle nenne ich das. Ja, Baumschelle. Hey. Haben wir jetzt danach noch 4 Könige und Seth. Aber bei Seth habe ich auch eine gute Taktik. Also jeder, der das Spiel noch nicht gespielt hat, sollte ich diese Taktik nicht anhören. Vielleicht muten, weil dann ist der Gegner super leicht. Aber die ganze Spannung weg. Absolut. Weil dann wird es eigentlich zum leichtesten Gegner mit Nito. So, hier wieder dasselbe Spiel. Puschel 1, Puschel 2. Und hier, nein! Er hat mich gekickt. Schelle hat gesessen. Ich glaube, er hätte mich aber, also, da war ich ein bisschen zu langsam nach der Doppelschelle. Jetzt kommt der allgefürchtete Weg. Mein Kumpel wusste aber auch ungefähr die ersten 100 Runs nicht, dass man hier durchgehen kann. Ist mal rechts so von der Seite auf diese Wurzel hier rechts hochgehüpft. Und das 100 Runs lang. Ich ihm irgendwann mal gesagt habe, das ist auch ein normalen Aufweg gibt. Aber es funktioniert doch so. Na gut, Leute, dann müsst ihr das Bed of Chaos leider ohne mich zerstören. Aber es war mir eine Freude. Ja. Und danke, dass du da warst, Gregor. Danke, dass ich da sein durfte. Und immer viel Glück gern mit dem ganzen Schüssel. Danke. Möchte jetzt hier noch die Hand geben? Also, Gregor. Ja, das geht tatsächlich. Ja. Kann ich die Hand einmal geben, während du runnst. Ja, vielen Dank. Die Hand, während ich run. Das hast du davon. Das habe ich nur, weil du freundlich zu Gregor sein wolltest. Wegen der Wurzel da. Ja. Wegen der Wurzel. Nee, ich will dann euch nicht weiter. Ja. Dann bedrängen. Gut. Gut, gut, gut. Dann mach's gut, Gregor. Jetzt, ne? Ja. Und ja, wir kommen auch ohne ihn aus, oder? Ja, also. Du schaffst es auch ohne Gregor. Es wird schwieriger dann, ne? Ja, ich weiß, Gregor ist schon mentale Stütze, aber. Ihr könnt gleich anfangen zu schimpfen, wenn ich dann aus der Reihenfalle bin. Ja, noch ist er ja hier. Also dann, tschüss. Tschüss. So. Endlich ist er weg. Haben wir den auch losbekommen? So, Bed of Chaos, der letzte Sprung. Der schönste Sprung. Der einzig schwierige. Weil diese Feuerdinger sind halt unpredictable. Ja. Die Glitchwurzel. So, hoffentlich ist diese hier wenigstens, die Frau da wenigstens nicht fies zu mir. Sie ist nett zu mir. Kann auch ihren Feuerdödel machen und dann bist du nach 2 Schüssen tot.
Feuerdödel. Feuerdödel. Hui. Hier sieht man auch die gute Kamera. Ja. So, jetzt aber. Jetzt aber. So. Erstmal das bitte. Puschel 1, Puschel 2. Gas, 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 Gas. Sieht gut aus. Sehr gut. Es gibt ja mittlerweile auch einen neuen, einfachen Trick, in dem man hier schon steht, wo ich jetzt gerade ungefähr stehe. Und dann mit dem Bogen nach links an bestimmte Wurzelpixel zoomt und dann eine Feuerbombe wirft und damit trifft man dann diese Außenschutzdinger. Dankeschön, Dankeschön. Und so kannst du quasi in der Mitte stehen. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Rechts, genau. Links. Genau. So, nächste Fürstenseele. Jetzt machen wir den Arnold Londo-Dödel hier. Jetzt geht's zu Seth. Jupp. Dem Verräter. Da gibt's natürlich auch, viele werden sich jetzt, also ich kann es ja glitchless deswegen nicht machen, aber ich habe in meinem Leben ungefähr es noch nie geschafft, den Elevator-Skip zu machen. Ah. Der dir vielleicht auch was sagt. Ja. Ja, der, deswegen ist es vielleicht auch ein Grund, jetzt kann ich es ja nicht mehr, ist vielleicht auch ein Grund, oh shit, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt muss ich das Leuchtfeuer da drüben nehmen. Weil ich jetzt nicht leveln kann und die Serie gleich verliere. Ich hoffe, du verlierst sie nicht. Ich hoffe, ich verliere sie nicht. Ich hoffe, Seth lässt sich dieses Mal schon beim ersten Mal töten. Du hast gesagt, er ist leicht, also... It's on you. Jetzt, gucken wir mal. Ah, jetzt muss ich leider das Leuchtfeuer hier... Ja, nimm es lieber vorsichtshalber. Nein, nicht vorsichtshalber, ich muss es nehmen, weil wenn du das erste Mal zu ihm kommst, tötet er dich ja sicher. Ah ja, klar. Das heißt, die Seelen sind nicht sonst definitiv los. Das heißt, ich kann aber einfach vorne Start beenden. Jetzt gucken wir mal, ob sie die Hitbox angepasst haben von dem Schwein. Nö. Haben sie nicht. Ole. Ist auch ein wundervolles Schwein. Mhm. Die anderen Schweine haben das aber nicht. Es ist nur dieses mit einer kaputten Hitbox oder keiner Hitbox. Das ist auch unser Lieblingsschwein. Dieses Bonfire nimmst du nicht? Dieses nehme ich, aber ich muss hier mich mal an ja, genau. Place. Genau. Die können hier nicht durchkommen. Ah, okay. Kein Stress. Die Hörner haben mir Angst gemacht. Deswegen bin ich extra bis nach da hinten gelaufen. Fortfahren kann ich hier, glaube ich, einfach. Jo. Sneaky, sneaky. Oh, das Schweinchen. Der lässt mich nicht. Oh, der lässt mich nicht. Dann machen wir ihn anders. Haben wir ein bisschen extra Zeit hier noch, um ihn noch zu töten. Ja, du hast gelogen, er kommt doch hoch. Aber nicht hier durch. Aber nicht da durch. So ein bisschen abspecken, ne? Ich den geilen Hut. Du Trottel. Ich würde ihn aufsetzen. Ja. Ich setze ihn auf für Gewinn. So, dieses Feuer braucht man eigentlich nicht, wenn man es richtig rummacht und als erstes levelt. Aber es hat ja jetzt auch nicht viel gekostet. Ja, hast du mal einen coolen Helm bekommen. Und einen coolen Helm. Ja. Seth geht eigentlich relativ schnell. Ich muss leider halt nur, weil ich den Elevator-Skip nicht machen kann, muss ich quasi noch durch das Gefängnis da durch. Ja. Oh, ich mochte die Area nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Findest du mittlerweile seit dem Speedrun echt entspannt? Ja, ich glaube dir. Mittlerweile wahrscheinlich schon, aber halt beim ersten Mal war das echt Terror. Vielleicht war ich auch ein bisschen gefühlt underleveled, aber... Na, aber es ist hier super verwirrend, wo man lang muss und dann drehen sich die Treppen und... Und dann ballern diese Penner noch von oben die ganze Zeit. Ja, und teleportieren sich. Das haben Nils und Simon auf jeden Fall viel besser hingekriegt als ich beim ersten Mal. Sie wussten nicht, dass sie auf der anderen Seite sind. Von der Zwischenmauer hier. Mhm.
Das haben sie nicht gemerkt. Ah, die Fat Roll, nice. Ja, ein fairer Kampf. Hier ist schneller, den zu töten, wenn man dann gleich dran vorbeilaufen kann. Ist den Twinkle Titan halt. Aber warum nicht mehr? Nee, grace die Waffe gar nicht mehr ab. Ich kann sie nicht mehr upgraden. Sie ist Achso, die ist schon plus 5, okay. Hallo Seth. Einmal für die Zuschauer zeigen. Schöner Kerl. Mhm. Gehen wir hier in die Ecke und schauen unser schönes Gesicht an. Sind wir nicht. Eieiei. So, können wir mal gleich ein Schluck Wasser nehmen, ne? Macht er seine zweite Attacke gar nicht? Doch, da ist er. Ich warte hier hinten, damit er seine One-Hit-Attacke direkt macht. Die hier. Mhm. Die dich nicht one-hittet? Doch, die staggert dreimal hoch. Okay. Die spammt da jetzt auch. Batz. Ja, sonst kann es halt passieren, dass man verflucht wird, ne? Mhm. Und dann ist der Run. Ein Fluch in Dark Souls 1 ist wirklich Terror. Dann ist der Run für den Arsch. Also ja. Dann geht gar nichts mehr. Weil dann brauchst du erstmal noch ein Item für was, ich glaube, 3000 Seelen kostet. Ungefähr, ja. Aber das muss man halt abholen bei ja. Den Gargoyles oben. So. Zack. Eine kleine Cutscene. Hier sind sie jetzt noch aggressiv. Mhm. Wenn man einmal stirbt. Ich hab gerade Alarm geschlagen. Ja. Der hat sich aus der Zelle befreit. Böse, auf ihn. Böse. So, hier gibt's noch einen Part, wo ich ab und zu mal sterbe. Den oben bei der, wo ich den Schlüssel abhole. Mhm. Kommt gleich. Die finde ich aber auch ganz cool vom Design her. Da hat sich jemand ins Zeug gelegt. Denen hier bin ich schon das eine andere Mal gestorben. Was anders? Dann gleich zu dem. Hm. Der hat einen One-Hit-Schlag. Nice. Aber ich kann ihn dafür auch one-hitten. Schnell, schnell, schnell. Ui. Ja. Nice. Sehr gut. Ach komm, ich lass mich jetzt hier einfach töten. Ja, geht schneller, ne? Geht schneller, sonst hätte ich eh nur das Dark Seal-Ding benutzt, ja. Was ja dasselbe wie Sterben ist. So, jetzt wird's einfach. Vier Könige einfach. Jetzt habe ich nur noch ein bisschen Schiss vor Gwyn. Ist schon fast traurig. Der Run ist schon bald vorbei. Jupp. Das macht so viel Spaß. Schon ein schöner Run, oder? Mhm. Und den haben wir halt auch immer, habe ich in meiner Freizeit so mit Kumpels abends. Den kann man echt gut spielen. Der ist halt... Dann noch mit Backup-Strat für das andere. Man kann sich abwechseln. Mhm. Wenn man stirbt, ist eigentlich alles ein Fehler. Es sei denn, man ist bei Seth gerade gestorben. Schon mal Dings probiert? Mit einem Kumpel Two-Player-One-Controller? Das habe ich noch nie probiert. Das muss ich auf jeden Fall... Bin ich jetzt ja eigentlich gut geübt. Mhm. Das wird auf jeden Fall mal ausprobiert. So, trifft er mich von hinten? Nein. Gut. Bin ich sicher. So, hier ist der schnellste Weg. Einmal rüber, drehen, da hoch und dann kannst du links runter. Mhm. Das haben sie aber auch von Harry Potter inspiriert. Gar nicht. Harry Potter ist Dark Souls inspiriert. Genau. Alles Dark Souls inspiriert. Alles Souls-like, auch die Filme. Ja. So, hier können sie einen auch one-hitten. An dieser Stelle hier. Oh! Okay. Ah, diese Penner. Dann warte ich nochmal einen Cycle. Das war jetzt ein schlechter Cycle. Und jetzt die Treppe runter. Oh shit, der ist da. Shit, was macht denn der hier? Eieiei.
sich hingeportet. Er ist ja nie da. Hat auch eine Lord-Wessel. Oh! Schießen sie alle auf mich. Bam, 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 bam. Staatsfeind Nummer 1. Ja. Er ist der Schmied, der mich pummelt. Und jetzt alle anderen auch. Ja, für einen Schmied tut es einem leid. Hätten sie einen anderen Weg finden sollen, wie man das Ding bekommt. Armer Schmied. Aber warum nehme ich eigentlich... So, und das war schon die Library, die ich so gehasst habe. Ja. Der Rest des Weges ist eigentlich recht easy. Ja, der Boss ist auch easy. Der Boss kann ich schon mal erklären, wie der funktioniert. Man macht das Ding hinten kaputt, damit er verwundbar wird. Und danach hat er einen leicht predictable Pattern namens, er greift dich als erstes fern an, dann nah an, dann fern an, dann nah an. Okay. Das heißt, du stellst dich vor ihn, schlägst so lange, bis seine Fernattacke fertig ist, rennst weg, dann machst du dasselbe immer wieder. Mit der Waffe muss man es eigentlich nur zweimal dann machen. Hier gibt es ja mittlerweile auch einen Trick, wie sie den Fallschaden reduzieren, und dann gibt es einen Trick, wie du kurz bevor du aufkommst Waffe wechselst. Dann kann man hier links runterspringen und landet quasi schon fast beim Boss. Okay, das habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich. Das sind jetzt die ganz neuen Fancy Runs. Ja, ja. Zack! Das Schwierigste an Seth ist, dass keine Muscheln reinkommen. Ah ja, die Muscheln sind Terror. Die sind absolut Terror, die können einen so schnell töten. Hier unten gibt's tonnenweise Funkeltitanit übrigens, in dieser Höhle da. Hast du kurz gesehen? Da ist das Brückenende. Ich lauf hier auf genau diese Ecke immer zu. Da kommt man rüber. So, jetzt die Muscheln wegbaiten. Lass mich bitte nicht nerven. Die droppen übrigens auch dieses Anti-Curse-Dingens. Ja, ja. Das habe ich aber auch erst bei Knallhart durchgenommen herausgefunden. Siehst du, die Person, die schon tausendmal Dark Souls gerannt hat, lernt was beim Knallhart durchgenommen. Ja, yeah, klar. Simon Senpai bringt bei. So, erstmal das Ding hier kaputt machen. Kaputt gerollt. Das wusste ich auch nicht, dass du das einfach, dass du da durchrollen kannst. Na gut. Na gut. So, seine erste Attacke ist eine Fernattacke. Kann ich dir hier mal zeigen. Ah, das ist die Fernattacke, das ist die mieseste. Jetzt warten wir, bis er kaputt gegangen ist. Und jetzt kommt eine Nahattacke. Und jetzt. Und jetzt kommt wieder eine Fernattacke, wenn ich hier rein. Und da ist eine Muschel, oder? Habe ich da gerade eine Muschel gesehen? Ist sie reingekommen? Ich glaube, da ist eine reingekommen. Oh oh. Einen noch. Sehr gut. Gut. Oder? Haben wir. Ja. Dankeschön, Dankeschön. Stehe ich schon auf dem Leuchtfeuer? Nein. Oh, das Reset. Ist immer Riesenspaß zu schätzen, wo kommt. Ja. Okay, jetzt nur noch Four Kings und Gwyn. Ja. Vorher war ein Schrein. Four Kings ist eigentlich auch nur der Weg, der hart ist. Mit den beschissenen Geistern. Ja. Du wirst wahrscheinlich nicht das eine Item nehmen, womit du die Geister töten kannst. Nein, warum soll man die auch töten? Ja. Ich meine, die sind schon einmal gestorben. Dumme Frage, halt, tut mir leid. Sind schon einmal gestorben. Warum sollte man denn Viecher töten? Na, erstmal Estus verstärken. Ich erstmal die Estus-Dinger mache, bevor ich es am Ende noch vergesse. Das ist ja schon sehr oft passiert. Vergiss nicht, den Ring anzulegen, bevor du... Ja, musst mich dann nochmal erinnern, wenn ich schon bei der Spirale bin. Ja. Den Aufzug schicke ich nochmal hoch, falls ich sterbe. Aber ich bin jetzt von den letzten 30 Runs einmal
gestorben bei den Geistern. Mhm. Die können einen an der Treppe so hart nerven, dass, ja, dass man da stirbt. Dem da springt man immer auf den Kopf. Warum bin ich mit Feuer auf den Kopf gesprungen? Warum hat er gebrannt? Der hat gebrannt. Es liegt daran, dass du rot bist. Ah, so ist das. Du bist eine... Da, der hat schon wieder gebrannt. Ja, können dann die Kommentare schreiben. Warum brennt er? Hm. Vielleicht bist du eine Peperoni-Salami, deswegen. Zu heiß für sie. Aber ist ja echt komisch, warum... Ah, vielleicht wegen dein Ring noch. Der hat irgendwie den Ring getriggert, wo du übers Feuer latschen kannst. Der Feuerring ist das. Wahrscheinlich. Den habe ich ja noch an. So, einen Trank trinken wir mal noch vorher. Ja, das ist die üble Stelle. Die ist eigentlich ganz entspannt, wenn du einfach hier hinter ihm wartest, bis dieser hier dir Platz macht. Aha. Dann kann man hier entspannt durch. Hier wurde ich auch nicht blockiert dieses Mal. Hier habe ich mittlerweile eine Sonderstrategie, weil ich zu oft runtergelaufen bin. Mache ich hier einen Trank. Bis dahin hat sich der Nebel gedichtet. So. Jetzt haben die Geister gerade die Leiter benutzt? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Das kann gut sein. Was zur Hölle? Ja, Fliegen ist fliegende Dämonen, die runterfallen. Das ist anstrengend. Geister, die Leitern hochklettern. So, haben wir Glück, haben wir Glück. Nein, wir haben Pech. Haben wir jetzt Glück. Keinmal, einmal, zweimal getroffen. Wie oft werden wir getroffen? Letzte. Ich sag einmal mindestens. Ah, nein, keinmal heute. Oh, okay. Kein Glück. Reset. So, der gibt dir den Schlüssel. Oh, und vergiss nicht. Oh, und vergiss nicht. Whatever, man. So. Ei, ei. Ei, 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 ei. Aua, aua, aua. Hoch, darum, darüber. Zack, zack, zack. Und ab jetzt bin ich eigentlich schon da. Du wirst gleich wirklich überrascht sein, wie schnell man von hier aus zum Boss kommen kann. Und was die ersten Speedruns, die haben das noch nicht mal gewusst. Die sind da hier runtergesprungen und mussten nochmal komplett aus. Ja, ja, ja. Du wirst jetzt gleich einen super Weg sehen. Na, 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 na. So, hier ist bröckelig, an der Stelle, da springst du runter. Oh shit. Und du bist beim Boss. Oh. Ring nicht vergessen. Ring nicht vergessen, genau. Muss mich jetzt eh umequippen. Muss mal ein paar Stufen runter, sonst kommen die Geister. Diesen Ring haben wir von Sif bekommen. Den brauchen wir, um hier in den Abgrund zu schreiten. Dieser Abgrundring von Artoritas. Und sogar den Schweinchenhelm. Schweinchenhelm muss sein. Super. So, hier kann ich runterspringen. Whee! Huch, du lebst ja noch. Uiuiui. Ui, ui. Hat jemand hier vergessen, die Grafiken zu laden? Fauler Grafiker. Hier gibt es ja einen ganz netten Trick, wo man irgendwie ein Item fallen lässt. Ja. Und Position, ne? Genau, als Position, um sich das zu merken, wo der als zweites spawnt. Aber der beste Trick hier ist, dass du ihn auf so wenig Leben lässt und jetzt kannst du ihn nämlich, nachdem er tot ist, noch zweimal hitten. Und man kann so sogar es schaffen, 3 Kings zu haben. Okay. Komm, ich nehme nochmal eins. Wenn gerade, nee. Ja, die spawnen nach einem bestimmten Timer, also. Mhm. Kann man nicht beschleunigen. Und der macht weniger Schaden, je näher du dran stehst. Ach, ja, okay. Ja. Das war mir auch neu. Deswegen fette Rüstung, nah ranrennen. Ein Schlag, so, und jetzt ist er wieder bereit. Und zwei noch, zack. Wir haben genug Menschlichkeit. Dann heißt es jetzt nur noch gewinnend.
immer knapp über 2 Stunden. 2,20 kann klappen. Kommt es auch drauf an, ob ich gewinne First Try. Eigentlich bei Second Try klappt es fast immer. Three Kings werde ich nicht hinbekommen. Aber ich kann hier schon mal schön ein bisschen Vorarbeit. Jetzt hat der letzte nur noch ganz wenig. Ja. Aber ein Schlag wird, glaube ich, nicht reichen. Man muss schon zweimal. Das müssten 2 sein. Vielleicht sogar 3. Come on! Where are you? Da. Ja, aber wie sollen die hier bei knallhart durchgenommen festhängen? Das weiß ich nicht. Das ist halt, wenn die sind eh mal fett equipped, dann rennt einer hin und merkt, dass sie keinen Schaden mehr machen, die Gegner. Noch sind sie ja nicht da gewesen. Noch sind sie beim DLC-Boss. Ja. Okay. Oh, ja, ganz vergessen zu applaudieren. So, letzter Boss. Und nochmal ein letztes Mal leveln vielleicht. Jo. Letztes Mal leveln. Die Rüstung behalte ich schon so an, weil ich habe es mir zu stressig, das vorher zu equippen. Das wird alles so bleiben. Erstes Flakon habe ich nicht vergessen. Das habe ich alles gemacht. Dann bin ich equipped. Leveln hast du noch nicht. Ja, das machst du. Das machst du da unten, okay. Muss mich eh nochmal extra hinhocken nach dem Platzieren, weil sonst kriegt man die 20 Estus Flackern nicht. Ah ja, stimmt, ja. So, jetzt öffnet sich die Türe. Zum guten Gewinn. Sesam, öffne die Tsch. Jetzt habe ich nur noch 10 und jetzt 20. Ah. Bisschen extra Leben. Level 61, das ist so der Klassiker. 60, 61. Immer. Läuft. Kann mit Leben. Ja. Jetzt der lange Weg zu gewinnen. Mit der fetten Rüstung. Ja, weil sonst muss ich es. Ich weiß. Er ist unequippen und dann davor wieder equippen. Ja, ich glaube. Und da kommt der eine hinterhergerannt und. Hier würde sich eine zweite Hand ganz nützlich erweisen. Super nützlich. Da kann man richtig schnell umequippen. Ja. So, die. Aber jetzt gibt's einen kleinen Walk of Shame. Ja. Shame. 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 Ja, wenn ich sterbe, dann kurz die Glocke wieder raus. Ja. Dann musst du aber auch nackt rumlaufen. Oh, oh. Oh, doppelt. Oh. Oh, das ist ja. Was geht denn hier ab? Alter. Wir haben sich ein paar Strategien vom Schmied abgeguckt. Mhm. Der Schmied hat geteacht. Ah, ich will nochmal eine Menschlichkeit nehmen. Wow. Ei. War alles geplant. Easy. Dann nehme ich das vor. Vor Win, glaube ich. Einmal den Parry ausprobiert. Okay, klappt. Oh. Ja, das ist, wenn ich es umlege, dann komme ich unten dran. So, bei dem läuft man bitte immer links vorbei. Bei dem hier läuft man bitte rechts vorbei. Ist es eigentlich gerade das erste Mal, dass du Remastered mit einer Hand machst? Es ist das erste Mal, dass ich Remastered überhaupt spiele. Oh, krass. Da nochmal großen Respekt. Und du spielst normalerweise auch mit einem anderen Controller. Mit PlayStation habe ich die letzten Tage geübt. Okay, jetzt will ich dich aber auch nicht mehr voll labern. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Muss ich ein bisschen Spamflasken. Nochmal Spamflasken. Sehr gut. Erster Parrier ist drin. Nice. Zweiter ist drin. Ah ne, das sind dieses Mal 5. Warum sind das 5?
Oh, ich hab den Ring nicht. Hey. Nein! Gar nicht so einfach mit einer Hand. Ha! Das ist sauschwer. Ah. Oh nein! Nochmal. Aber er killt dich nicht, oder? Nee, das macht fast gar keinen Schaden. Ach so, gut. Ja, bei so Grabs ist man immer vorsichtig. Ja, ja. Außerdem bin ich mit der Hand die ganze Zeit über parieren. Ja, das Spam-Flasken läuft Flask ganz... Tank. Läuft hier sehr gut bei dem. Einmal noch. Ich glaube, ich kann jetzt auch... Ja, Komm. Nice. Sehr gut. So, Time ist gleich, aber wir haben ja eh Ingame-Time. Ja, macht euch bereit, liebe Regie. Bin ich hier beim Falschen? Nein, ich bin hier beim Richtigen. Tack. Und? Time? Time? Ja, Time. Time. 2 Stunden und 8 Minuten. Nochmal ein Applaus, wunderbar. Jetzt gucken wir nochmal die Ingame-Time an. Ja. Was wir da haben. Man startet natürlich sofort im New Game Plus, wenn man den Endboss besiegt hat. Ja. Aber New Game Plus braucht keiner. Gleich neu starten. So, und die Zeit. Spannung. Unter 2 Stunden. Nice. Knapp unter 2 Stunden. Sehr, sehr gut. Läuft. Wow, das war wirklich ein sehr, sehr beeindruckender Run. Vielen lieben Dank dafür. Und wow, super Leistung. Nochmal Applaus. Wunderbar. Freue mich, hier gewesen zu sein, ne? Danke, Sia. Kein Problem. Danke, Gregor. Gregor, danke dir. Gregor. Ja. Gut. Und ja, solltest du demnächst mal wieder vielleicht vorhaben, noch ein bisschen mehr zu trainieren, vielleicht noch andere Kategorien, vielleicht andere Spiele. Ich komme immer wieder gerne vorbei. Meld dich bei mir und du kannst jederzeit gerne wieder vorbeischauen. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich sehr unterhalten gefühlt. Dankeschön. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ja. Gut, das war Speedrandale für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye, macht's gut. Tschüss.